Ich kann mich auch gar nicht ans Feuer setzen. Ja! Okay, das war mega lucky. Boah, ist richtig Bierpfanne schon. Nach 5 Minuten gibst du auf. Aber ich will es jetzt, ich bin ja hier Gast. Ja, aber du hast gerade gesagt, dass Kollegialität. Bis der Fluch weg ist. Hä? Gerade gesagt, der Fluch weg ist. Aus Kollegialität. Ja, okay. Nein! Nein! Okay, geil. Ah, ist doch gesagt. Ja. Wir gehen hoch, wir gehen hoch. Ja, warte. Oh mein Gott, das war so bad. So Leute, hallo und herzlich willkommen zur neuen Runde Dark Souls. Mit dabei ist der Donny. Hallo Donny. Hallo Henno. Kurz vorab, ihr habt gerade schon die Einblendung gesehen. Wir haben uns auf Covid-19 getestet und es war negativ. Herzlichen Glückwunsch dazu. Glückwunsch. Das ist irgendwie weird. Seit anderthalb Jahren. letztes Mal saß ich ja hier mit Maxim mit der Wand. Das lag daran, da haben wir keinen Test gemacht. So, stelle ich eben frei, der hier zu Gast kommt, entweder mit Wand oder mit Stäbchen. Genau. Donny, ich bin hier im hohlen Baum. Ja, und wie bist du da hingekommen? Ich habe ja quasi jetzt den, also ich muss erstmal sagen, vielleicht für die das draußen nicht wissen, ich gucke das tatsächlich privat, dieses Let's Play. Ich habe da sehr viel Freude dran. Und jetzt hast du ein bisschen schon was aufgezeichnet, was ich noch nicht gesehen habe. Genau, ich bin so 5 Folgen im Voraus tatsächlich. Okay, wie bist du denn da hingekommen? Das würde mich mal interessieren. Tatsächlich war das schon in der Folge, als ich in Schandstadt war. Ja, und dann diesen Ding hoch. Die Wurzel hoch und dann waren da halt Tipps, dass ich da gegen die Wand hauen soll. Und dann bin ich hier reingekommen. Gibt es noch einen anderen Weg? Nee, also ich finde vor allem Tipps, also da sind ja nicht nur eine Wand, die man da hat. Guck mal, die Scheiße da hinten. Da waren 3 Stück. Twinkling Titan. Ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Mal so ganz blöd gefragt, vielleicht einfach eine Eingangsfrage an dich, Max. Du kannst ja schon mal loslaufen. Ich würde dich halt mal suchen. Aber vielleicht eine Frage, Twinkling Titan, was kann man denn damit machen eigentlich? Man kann damit also bestimmte Ausrüstung verbessern. Mhm. Welche denn? tatsächlich, zum Beispiel, das Witzige ist, ich habe das aus Versehen einmal ausgegeben. Ich habe richtig reingespammt beim Verbessern. So kleine Scherbe, geil. Und dann so 2 Titan halt weg. Bei, was waren das? Das war, glaube ich... Bei welchem? Ja, achso. Bei richtigem, das war richtiger Schmutz, ja. Robuste Lederhandschuhe plus 4. Weil ich wollte einfach so, ich dachte mir so, ja, kleine Scherben, kostet ja nichts, 800 Tacken. Ja. Gib ihm. Wie bist du denn, ich muss ja aufpassen, ich bin ja... ich merke jetzt schon langsam, was deine Strategie ist. Nein, ich habe gar keine Strategie. Du bist nicht locker, leicht und flockig, ich bin hier entspannt. Ja, cool. Übrigens, wer Donny nicht kennt, ne? Also, ich gehe davon aus, dass jeder dich kennt, sorry. Donny ist selber Streamer auf Twitch. Und sehr bekannt für seinen Dark Souls- bzw. Souls-like-Content. Du hast auch Sekiro zum Beispiel gespielt. Ja. Da habe ich einen Bossfight noch sehr in Erinnerung. Affen. Da hattest du so einen Alert an während des Bossfights. Ach so, die Scheiße! theoretisch, mathematisch gesehen, war das ein super anstrengender Stream. Ist verlinkt, könnt ihr euch gerne reinziehen. Und Donny war ja auch beim Kurzfilm letztens dabei. Genau, hat sehr viel Spaß gemacht. Nee, ich habe, glaube ich, alle Souls-Games jetzt durchgezockt. Sekiro, Bloodborne und Dark Souls 1, 2, 3. So, ich muss jetzt gucken, dass ihr Content macht. Genau. Ich würde einmal reloggen, ne? Dann spawnen die an neu. Genau. Weil einer ist hier immer unten auf der Wurzel, aber auch, und wie ich da hinkomme, habe ich gar keinen Plan. Ja, deswegen wollte ich jetzt sagen, also ich will natürlich jetzt auch nicht so viel labern, jetzt auch genug Anfangsgeplänkel, aber es ist eine wichtige Frage wegen Spoilern. Handhabst du es halt immer noch so streng wie ganz am Anfang oder... Weil ich wüsste, wie man da hinkommt, aber das kann ich dir jetzt natürlich nicht sagen, ohne dass es ein klarer Backseat-Game ist, ne? Jetzt musst du natürlich... Also, am Ende des Tages... ist das alles komplett dem Gast überlassen, wie er das handhabt. Oh, das ist ja mega gemein. Das heißt, ich krieg den Ärger ab davon aus, wieso wenn ich dir zu viel helfe. Entweder so oder du kriegst... Ja. Ich meine, es gibt dafür keine Regel. Ich habe 50, also ne, auch der Grund vielleicht nochmal kurz genannt, ich bin 50 Mal draufgegangen. Wir sind übrigens inzwischen schon bei 69. Oh, nice. Ich würde ja einmal reloggen, weil hier war immer ein Vieh. Komm, wir haben jetzt mach du einfach mal, ich guck mir das jetzt mal an. Aber ich könnte dir, also man kann auf jeden Fall das Item bekommen, das ist nicht so schwer. Wenn man so ein bisschen die Augen. Wahrscheinlich von oben irgendwie draufspringen oder so, nur das ist wahrscheinlich auch riskant. So, jetzt habe ich dich. Ist tot? Ja! Okay, das war mega lucky. Vorhin, wie du schon so geguckt hast. Ich wusste auch kurz nicht, habe ich es jetzt verkackt? Ich habe ehrlich gesagt noch nie gesehen, wie jemand Twinkling Titan halt durch einen Fall Damage quasi First try. Bekommt. Ja, so, dahin sind 3 und da weiß ich nicht, wie ich hinkomme, aber ich sehe, dass hinten links ein Zugang dort ist. Und wenn ich jetzt nach links weiter wandere, sehe ich diese Wurzel und eventuell muss ich da drauf hüpfen. Es ist hier. Letztes Mal war ich hier mit diesen komischen
komisch mit dieser Kackbrille. Diese besoffenen Brille? Ja, ja. Ja, ja, ja. Das war kacke. Naja, ich fand ja irgendwie das Peitschen teilweise so krass, dass ich dachte, Alter, ja, ja, wenn da jetzt nicht bald Amnesty International anruft oder sowas und sagt, das geht nicht mehr. Also, das war schon krass. So, das war, ist ja eine richtige Peitsche, oder? Ja, ja, ist eine Bullenpeitsche. Die haben wir auch richtig, die gibt's nicht auf Amazon oder so. Die musst du richtig im Darknet, weißt du? Die ist aber immer noch hier als Auswahl. Klar, klar, klar. Schon krass, Respekt, also. Das tut auch richtig weh, wenn jemand das richtig macht. Ja, es hat ja auch, bei dem einen habe ich es gesehen, ich glaube Folge 6 oder 7, da hast du wirklich auch so einen richtigen Streifen auf dem Rücken. So. Ja. Warum ist denn eigentlich das Schwert, frage ich mich die ganze Zeit so. Du findest diese so japanischen Schwerter geil, wie heißen sie, Katanas, findest du geil einfach, oder was? Oder bei den Dex-Levels sowieso? Ja, ja, also im Grunde genommen habe ich mich sehr ans Ushigatana gewöhnt, weil ich finde jetzt nicht hin. Kurz mal abgearbeitet. Ja. Ushigatana gefunden, war ein Tipp in den Kommentaren, so bring diesen Händler um, kriegst du krass Schwert. Ja. Und das dann halt immer verbessert. Und dann war ich aber immer so auf der Suche nach dem Next Step. So. Okay. Und ich habe das ja jetzt tatsächlich auch verforged, ja, für das Chaos Blade. Nice. Okay, cool. Aber ich habe halt... Oh, plus 10 schon. Okay, nice. Ja, ja. Ja, das macht schon hier Chaos. Könnte ich aber auch extrem jetzt verbessern, weil ich habe sehr viele... Die Faceless Demons sind ja meine Lieblingsgegner. Habe ich halt 10 Stück. Okay. So, also da. Die hast du irgendwas mit Pokémon genannt, hast du gesagt? Yu-Gi-Oh! Monster, ja. Okay. Ich fand der erste sah aus wie so richtig. Der könnte auf einer Yu-Gi-Oh!-Karte sein. So, ja, aber jetzt will ich hier auch mal weiter. Genau, jetzt machst du einfach mal. Ich bin mal ruhig. Also, ich komme da nicht rein. Hier komme ich auch gar also nicht ein weg. Also, ein Tipp hätte ich für das Level. Also, wie du da offensichtlich weißt, ist ja klar, aber es ist so offensichtlich, vielleicht aber trotzdem, wenn man es nochmal sagt, das ist halt krass vertikales Level-Design in diesem Raum. Ja. Ne? Also, das heißt. Ich muss wahrscheinlich wieder oben. Genau, irgendwo. Manchmal geht es ja hoch und wieder runter und runter, um wieder hochzukommen. Und so viel Tipp kann ich irgendwie vergeben. Aber es ist auch für mich nach dem vierten, fünften Mal durchspielen, dieser Baum extrem nervig. Warum gibt es dieses Level überhaupt? Das ist doch bestimmt keine Ahnung. Optional, oder? Warst du denn schon ganz durch den Baum? Nee, noch nicht, oder? Nee, ich war. Nochmal so eine, also da sind noch zwei so eine Leitern, da geht's auch nochmal runter und da muss ich wahrscheinlich hin. Spielst du erstmal einfach mal ein Röntchen, ich mach mal ein bisschen ja, auf. Ja, 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 gerne. Guck mir das mal ganz genau in Ruhe an. Bitte, erstmal. So. Herrlich. Jetzt muss ich irgendwo einen Eingang finden. That's what she said. Schönes Waschstein, Bruder aus Gold, ne? Mm. Magst du? Ich mag's bestimmt. Oh, ah, da, oder? Ja, das sieht gut aus. Aber, oh Gott. Hm? Also ich bin ja auch mega ehrgeizig, wenn es darum geht, diese kleinen Viecher zu kriegen und einzusammeln. Das ist ja so ein Kacklevel, ne? Kann Warum ich... bist du jemand, der alles clearen will? Immer? Ja, 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 übel. Das ist super krankhaft. Also wie soll ich denn da... Ach, hier. Den muss ich hoch. Den muss ich... Wo geht der lang? Ah, da kann ich vielleicht draufspringen. Oder? Ja. Guck mal, hier sterben auch überall Leute. Das ist immer so ein Signal, dass das der richtige Weg ist. Aber man muss... Weißt du, was mich richtig aufregt an diesem Kack-Konsolenspiel? Ja. Die Kamera. Also ich kann jetzt nicht noch weiter nach vorne runter gucken. Ich muss jetzt so irgendwie... Aber dann kann ich ja gar nicht einschätzen, wie weit ich gehen muss. Oh oh. Ole. Hä, nicht schlecht? Ja, ja. Guck mal, da ist auch... Ich lieber mal heilen jetzt. Die Scheiße, ja, danke. Das, das ist auch die... Ich hab mir echt Ach, guck mal, hier kann man wahrscheinlich... Ich hab mir echt auch überlegt, ob ich hier richtig wie so ein Arschloch bin einfach. Mhm. Auch in der Gefahr, alle Zuschauer komplett abzufacken, die mich nicht kennen, denken so, was ist er denn für ein Wichser? Aber es hat so Spaß gemacht, eine Stunde lang einfach nur ein richtiger Wichser zu sein. So, oh, das Maramoto, was passiert? Du hast alles ausgegeben, verschwindet. Also genau darüber hätte ich mir auch 100 pro Gedanken gemacht. Hätte mich irgendwer eingeladen zu sowas. Ja. So, was ist jetzt hier? Aber eine Frage habe ich wirklich, die mir beim Gucken auch ein bisschen... Da holen wir mal jetzt, komm. Das Schwert ist jetzt so langsam immer ausholen. Nein! Nein! Der zwei! Ja. Easy. Der hat mir aber echt Zeit gelassen, war ein netter. Ich frag mich bei dir oft, warum du so selten zweihändig spielst. Hast du das überhaupt auf dem Schirm so? Ich meine, dass das ja. Wurde tatsächlich in den letzten Folgen mehr. Okay. Weil ich das selber auch merke. Aber das Ding ist, ich finde Schild so broken. Irgendwie. Ich finde es so einfach. Du kannst ja alles blocken. Ja. Also außer bestimmte Bosse. Aber es ist halt ein bisschen weicher-mäßig. Ja, ja, ja.
Aber das ist mir scheißegal. Weil ich will ja dieses Spiel durchspielen und nicht Gewichte heben, weißt ja, du? Ja, also war ich einfach, jetzt war ja ein bisschen too much, aber es ist, ne, also ich bin zum Beispiel, ja, das sieht schon ganz cool aus, was du da machst. Hier war ich schon. Mhm, jetzt bist du einfach wieder dahin gegangen, wo du warst. Ja, ist cool. Ziemlich dumm. Also ich will ja dahin. Da sind halt drei. Das Ding ist, ich habe Stand jetzt nicht mal eine Waffe oder irgendeine Ausrüstung, wofür ich die scheiß Titanit brauche. Also brauche ich mir, glaube ich, die Scheiße gar nicht geben. Ich glaube auch, dass... Das mache ich erst, wenn ich es brauche. Genau. Also hast du denn schon mal überlegt, einfach mal diesen Baum mal zu durchqueren? Genau, einfach, das würde ich jetzt gucken, mal machen. Jetzt, ja, würde ich auch mal sagen. Also mal aus ohne Ironie oder so. Ich nee, ich versuche noch das zu holen. Weil das bestimmt Heldenseele oder so, das ist richtig Schmacko. Aber das wird wahrscheinlich... Ich weiß nicht, ob es... Das ist kein wichtiges Item. Ey, wenn das so schwer zu erreichen ist, ist es immer ein wichtiges Item. Ich hab immer noch... Ich find's so... Ich find's so süß, wie du dich schämst, wenn du ein Arschloch sein willst. Ja, weil ich weiß noch nicht ganz genau. Da bist du besser drin, ich sag's ganz ehrlich. Ich erinnere mich da gerne an Golf with Friends, ey. Jo. Nö, ich benutze das gar nicht. Und dann guck ich bei dir im Stream, du hast einfach die ganze Zeit gecheatet. Oh. Ah, ein bisschen ärgerlich, bist du ein bisschen dran vorbeigeflogen jetzt, ne? Mm-hmm. Scheiße. Ja, vor allem auch ärgerlich für dich, dass ich nicht gestorben bin. Das ist halt auch. Nee, das habe ich gesehen, das kann ich einschätzen. Ja, ja. Würde ich so nochmal springen, würde ich. Was hast du für Ringe gerade dran eigentlich? Ich habe den Holzmaserring wegen. Ne? Warum? Aber was bringt. Jetzt doch zackig. Ja, aber das ist nur wegen Aus. Aber ich weiß nicht. Also. Jetzt läufst du wirklich Gefahr, dich. Nein, ich meine, es gibt ja auch einfach bestimmte Ringe, die halt gute Buffs haben, ne? Jetzt außer der Auswahl, dass halt einen coolen Ninja-Sprung macht. Aber okay, aber ich respektiere dein Commitment. Naja, also das ist halt schon ein bisschen... Das Ding ist, was ich ja gelernt habe, weil ich habe mich irgendwann gefragt, was ist jetzt so schlimm an der mittleren Rolle zum Beispiel oder an der schweren? Weil du dodgst ja trotzdem. Aber was ich dann gemerkt habe, dass ich während der Bewegung trotzdem gehittet werden kann am Anfang und am Ende. Sprich, das Fenster, wo man nicht getroffen wird, ist umso kleiner, umso langsamer die Bewegung ist. Ich glaube, das ist nämlich nicht so. Ich glaube, die iFrames haben immer ein gewisses Fenster, glaube ich. Also weiß ich jetzt auch nicht genau. Weil das ist mein Eindruck zumindest. Weil ich habe es richtig an den Bonfire zu setzen, dass wenn du wieder da. Ja, weil ich habe es richtig gemerkt, danke. Weil ich habe es richtig gemerkt, letztes Mal habe ich zwei so eine Faceless Demons, die unten bei Sands Castle drin sind. Das sind ja vier. Ja. Aber zwei sind heftig und zwei sind Lappen. Ja. Warum? Die sehen genau gleich aus. Ich weiß es nicht. So, das sind die Fragen, die keiner stellt in der scheiß Dark Souls. So, auf jeden Fall, aber allein dieses... Da habe ich es gemerkt, weil ich habe Havels Rüstung dann angezogen, weil ich richtig, ich war richtig sauer gegen die. Aber die kannst du doch lange nicht tragen, oder, die Havels Rüstung? Ja doch, nur dann mache ich halt eine Medium-Rolle oder Fettrolle. Echt? Okay. Ja, einzelne Teile. Aber mit Havels Ring dann wahrscheinlich. Ja. So. So, da siehst du doch schon. Aber das finde ich übrigens bei dir auch krass, dass du wirklich immer diese ganzen Blutfäcke und sowas, also jetzt wirklich als Lob, also da habe ich nie drauf geachtet, so krass. Stark. Danke. Ist ein geiles Item, kann ich dir sagen. Ja? Ist eines der besten Items im Game. Guck dir das mal an. Nee, ohne Scheiß. Wirklich, das werden die Leute zu Hause. Das ist wirklich. Besser als Havels Ring? Nee, aber in der gleichen Liga auf jeden Fall. Oh! Ja. Weil ich habe ja schon vom Schild. Ja. Und jetzt hast du. Also das. Ja, das ist sogar stärker dann, denke ich. Das ist wirklich eins der besten. Boah, es ist jetzt auf jeden Fall Qual der Wahl schon. Also gerne, ich habe so viele Ringe, wo ich auch teilweise gar keinen Plan habe. Also Chlorantik-Ring gibt es, soweit ich weiß, in jedem Dark Souls-Teil einmal. Und bei verschiedenen Teilen ist der verschieden stark. Bei Dark Souls 1 glaube ich, bitte nicht lünchen, ich glaube, dass er bei Dark Souls 1 am stärksten ist. Also das ist einer der besten Ringe so. Jetzt habe ich ja aber keine zweite Buff-Anzeige, sondern nur die vom Schild. Aber das ist dann einfach so, ja? Ja, da, ich glaube, du kriegst für den Chlorantik-Ring keine Anzeige für den Buff, glaube ich. Hm. Ja, ich merke halt richtig krass, so, jetzt gehen wir runter. Ich merke richtig krass, wie sehr ich Kondition brauche, weil... Naja, es kommt darauf an, wie du halt, ich meine, ich merke, du spielst auf Decks. Ich spiele auf Decks, genau. Das heißt, du willst ja möglichst viele Schläge mit einer grünen Leiste hinkriegen, ne, sozusagen, bevor die leer ist und rollen und so. Naja, genau, und, wo muss ich jetzt lang? Warte mal. Nee, ich muss hier runterhüpfen. Achte mal lieber zu trauen. Ja, ich achte. Trink du mal dein Lifestyle-Getränk. Ich mach hier weiter. Hier. Schön entspannter hier. Oh. So. Schön entspannter, ne? Ja. So. Okay. Hier sterben Menschen. Die wollten da durch sich quetschen. Da muss ich hier wahrscheinlich jetzt rüberspringen. Oder? Oder? Tendenziell nach unten einfach, ne? Ja. Okay, aber hier bin ich auf jeden Fall falsch. Das ist so weird einfach. Weil, wenn man zu Hause, ach ja, hier, genau. Wenn man zu Hause sitzt auf der Couch, ne, da
Da mache ich genau das. Nur für mit dir selber? Nur so. Mache ich genau das, was ich immer selber sozusagen, wo ich selber genervt war von Let's Plays, so dieses, alle Leute wissen es besser und regen sich auf oder sind getriggert von Sachen, die man macht. Die sind ja auch so easy. Ja, ich check nicht, wo. Nein. Du musst aber aufpassen mit. Ich war noch nie close, das Auge des Todes. Ja. Also, ich sag's jetzt einfach mal. Dieser Dunst da. Mhm. Da musst du übelst aufpassen bei dir. Ja, ja, weil dann wäre ich eingefroren oder so halt. Ich glaube, das ist Fluch. Das ja. Ist der also nicht gefroren, sondern wenn die Leiste voll ist, ist RIP. Ja. Ja. Genau. Ja, weil manchmal stehen die hier rum. Die ja. Leute, die es erwischt hat. Ja. So. Genau. Da sehe ich das dann. So, hier geht's lang. Aber genau, und auf jeden Fall ist man immer, bin ich auch selber so, was macht er denn da, der Idiot? Also wirklich. Aber wenn man jetzt hier sitzt, dann traut man sich doch nicht, das so auszusprechen, weil man will ja auch höflich sein und irgendwie nicht ein komplettes. Der war zu schnell weg, finde ich. Das fand ich gerade Skandal. Ja, der ist losgelaufen, als ich oben war. Ich würde hier einmal reloggen. Ey, du bist ein wichtiger, du bist ein. Ich bin ein Schwitzer. Das ist wirklich ekelhaft. Du spielst wie so. Du spielst wie so Speedrunner. Pass auf. Der Unterschied zwischen wahrscheinlich das heißt, dir und mir ist. Quit out und nicht Relogging. Quick out, quit. Quit out. Oh, voll damit. Das zweite Mal. Der ist nicht tot. Doch, doch. Achso, okay. Oh, guck mal, da ist ein Item. Was wollte ich sagen? Ach, sorry, weiß ich nicht, sorry. Ich laber ja, also du laberst mir aber auch ja, rein. Ja, ich mach dir jetzt, mach doch das mal. Das ist ja mega anstrengend. Ja, ja, aber lern du erstmal das Spiel zu spielen. Ja. Komm erstmal den Baum runter. Ja, ja. Das kriegt jeder Anfänger am Anfang beim ersten Mal. Gut, die Items sammeln ist was anderes, aber den Baum runter kriegt man ja wohl hin. Ich bin hier falsch. Das ist richtig kacke. Warum ist das so? Das ist, glaube ich, aber nur ein Programmierfehler einfach tatsächlich. Ja, warum fixen die es nicht? Scheinbare Wand. Den Gag habe ich verstanden. So. Ah, hier ist ja eine. Ja, Mensch. Unscheinbar. Genau. Das sieht man nicht so oft. Habe ich letztes Mal schon. Jetzt habe ich den einen Gegenstand dann nicht. Warst du so weit unten schon? Ja, ja, auch okay. Nochmal. Aber da war jetzt ein Gegenstand. Den will ich eigentlich haben. Aber niemand will, dass ich den kriege. Nee. Weil nee, niemand will, dass du unnötig. Den holst. Auch. Ja, genau. Ist ja einfach unnötig. Alle wollen, dass du aus dem Baum rausgehst. Alle wollen, dass ich gehe und die irgendwas kille. Ja, und irgendeinen Bossfight mache oder so. Aber ich kann das verstehen. Also ich respektiere deinen Loot-Willen, LW. Dein LW-Wert ist hoch. Ja. Und ich meine, ansonsten kriegt man auch die geilsten Items nicht. Also theoretisch, mathematisch. Also ich kann auf jeden Fall so viel sagen, das beste Item aus diesem Baum hast du schon geholt. Ach, ich komme ja gar nicht zurück. Du kannst doch rollen. Nein. Doch. Nein. Du kommst da hoch, da kann nein. man... Letzte Folge. Okay, wir können Folgendes machen. Du kriegst den Controller, aber ich darf dich dann bestrafen. Ich schwöre dir, man kommt da nicht hoch. Ha, warte. Ich will nicht bestrafen werden. nee, dann... Ja. Ja! Ah! Dann lauf doch links dann. Es geht in die scheinbare Wand. Das ist doch nur eine Troll-Nachricht. Mach ja, das doch mal. Du willst halt, dass ich sterbe. Nee, das geht. Dann machst du noch ein paar Rollen, dann kommst du links hoch. Wirklich. Ohne Witz. Nee, da wo du schon warst, das war gut. Jetzt ohne Scheiß. Ich glaub dir mal. Jetzt roll mal nach links. Ja! Das hätte halt... Und ich hätte das jetzt nicht geschafft auf das erste Mal und wäre bestraft worden, aber es geht theoretisch. So. Das ist jetzt... Ja, hier ist jetzt wieder die Kamera... Glaube ich noch nie bei dem Fußballspiel so Emotionen wie gerade, als du diesen Sprung geschafft hast. Alter, wie ein Ass, oder? Nice. Heil mal lieber. Weißer Brocken? Heil mal lieber mit deinem Bier da. Nice. Heil mal lieber. Das ist wie so Fußball gucken. Der Schiri hat doch Sand auf dem Augen. So, hier war noch irgendwo was. Ich will es. Es funkelt. Da. Nee, der ist ja ganz weit unten. Den habe ich letztes Mal übersehen. Krass. Ja, wo waren das jetzt? Da! Ah, ja. Ja, der ist easy, glaube ich. Mal umgucken? Ja, okay. Wären hier so Gegner auf dieser Baumwurzel, dann wär das ein legendäres Level. Wäre Horror. So. Ja, mal gucken, ob das so bleibt. Der Baum ist hoch, sage ich auf jeden Fall mal. Und tief. Tief, genau, ja. Blauer Brocken, was ist denn ein blauer Brocken? Für magischen Schaden. Richtig. Ja, ja, ja. Und weiß? Für Kristallwaffen? Weiß ich nicht. Ich wusste es auch bei Blaubock nicht. Ich habe auch gefährliches Halbwissen bei Dark Souls auf jeden Fall. Wie komme ich jetzt hier weg? Aber ich habe irgendwie mal ein geileres Schwert als du und einen geileren Bild, aber...
Ja, was hast du nur? Ich spiele mit dem Black Knight Halberd. Das ist so der. Jetzt werden alle Profis sagen, er spielt mit der Noob. Das ist doch auch eine Dexwaffe, oder nicht? Nee, es ist eine Strength-Waffe. Kann ich hier runterspringen, ich glaube, ne? Nee, dann sterbe ich. Ach, das ist erhöht. Oh mein Gott, guck dir das an. Wie meinst du erhöht? Das ist nicht auf dem Boden, das ist eine optische Täuschung. Also da, ich sag jetzt, da muss da ich kommst hinspringen. Du auf keinen Fall. Nein, das geht von woanders dahin. Ganz sicher. Also, naja gut, jetzt muss ich halt natürlich die. Aber das Ding ist, wie komme ich denn hier jetzt weg? Ja, was ist denn damit dazwischen? Ja, warte mal, ich glaube, ich war an der gleichen Stelle schon mal gefangen tatsächlich. Jetzt ohne Scheiß. Ich komme hier nicht weg. Ich glaube, du musst schon wieder ein bisschen hochgehen, um. Nein, ich kann nicht hochgehen. Achso, stimmt. Ja, da kannst du aber rüberspringen, oder? Ist ein bisschen tricky, aber geht. Vielleicht würde. Genau. Oh, Scheiße, du bist zu weit, tot. Oh! Ist schon weg! Alter, nice! Wow! Krass, ne? Das war nice. Bisschen lucky auch, aber nice, dass du noch. Nee, ne, das. Oh, guck mal. Das ist der Tote. Das ist der Tote. Ach, ist der Tote. Lappen. Oh, jetzt war's. Bin ich reingetappt. Was hast du vorhin noch gemeint oben? Das war jetzt gottesgerecht, wegen würde der Henning sagen. Wegen, ja. Wegen den Froschen. Meinst du ja, ich weiß nicht, hat er ja gemeint, die Frösche sind ja. Weißt du, was so da das so Problem schlimm, war? Was war das Problem? Die Frösche, ne? Das hat mir Maxim erklärt. Wenn man ja. Jetzt hast du, bist du nämlich verflucht. Du jetzt, bist nicht nur tot, sondern hast jetzt halbe Trefferzahl. Bis du den Fluch wegkriegst. Das ist eines der schlimmsten Sachen. Ich kann mich auch gar nicht ans Feuer setzen. Eilas aus Anno Londo? Ja, verflucht sein ist richtig scheiße. Du kannst jetzt nicht an Bonfire gehen, du hast halbe TP. So, willst du drehen? Oh, mach ich gerne. Oh shit. Warst du wirklich noch nie verflucht? Nein. Okay, krass. Ganz professionell, wie du siehst. Alles geil. Und wir haben die 1. Gelb 1. 15 Euro Trinkgeld ans Tierheim. 15 Euro ans Tierheim. Warum habe ich jetzt Trinkgeld gesagt? Okay, nice. So, sind wir bei 70. Den hin? So rein. Aber ich habe keine Ahnung, wer der. Jo, danke. Wer der Heiler ist in Anno Londo. Habe ich noch nie gesehen. Das Ding ist viel schwerer, als ich dachte. Ja. Das ist ja eine richtige. Ist hochwertig. Ich dachte, das wäre so ein Billo-Ding. Tatsächlich. Nein. Es sieht halt so Billo aus wegen dem Greenscreen, weil halt die gelben und grünen Flächen so rausgekippt werden. Ja, das ist werden. Auf jeden Fall mega Galaxy Brain. So ein Greenscreen mit gelb und grün zu arbeiten. Okay. Ja, also, ne, jetzt mal ohne Trolle und nix. Ich bin mir selber auch nicht, was schon so lange her ist, sicher, was man bei Verflucht macht, tatsächlich. Ich glaube, du bist tatsächlich. Irgendwie ein Läuterungsstein. Habe ich einen vielleicht? Stand da gerade. Genau, Läuterungsstein, das könnte sein. Guck mal, was hier. Ey, ich habe also auch. Du hebst die alle mal auf, ja? Ja, weil ich will ja wissen, was es für Waffen wären. Aber es wird einem ja nicht gesagt. Nee. Es wird einem. Also, ist ja absolut ins Blaue. Ist Trial and Error viel, ja. Und die meisten Leute haben keinen Bock drauf. Also, ich habe es auch beim ersten zwei Durchspielen, habe ich immer alles gepoppt, die ganzen Seelen. Sollte ich vielleicht auch mal. Wie viel geben die denn so? Immer so um die 10.000, 20.000 teilweise manchmal so sogar. So wenig? Naja, ist ja viel. Du kriegst ja. Für einen Boss kriegst du ja eh schon mal noch meistens so fünfstellige Seelen, ne? Wir gehen jetzt nach Anno Londo und suchen diesen scheiß Heiler. Ach, du kannst schon warpen, das hab ich ganz vergessen. Digga. Ja, das hab ich ja noch nicht, gar nicht gesehen. Ich hab noch nicht mal dein OMS gesehen. Zweiter Try hast du gesagt, oder was? Ornstein und vierter. Nicht schlecht, ey. Mit dem Maramuto? Nee, mit hier diesen Oshigatana. Ah, Uchigatana, ja. Ja, Uchigatana. Uchigatana. Und mit Hilfe? Ja, allein. Okay, gut. Am Anfang ist ja. Ach, kann man da auch einen beschwören? Ja, klar, kannst bei jedem Boss machen. Kannst immer. Das finde ich halt so wack an dem Spiel, ehrlich. Aber musst du ja nicht machen. Ja, weißt ja. Allein, dass man es kann. Ja, du kannst ja echte Menschen auch beschwören, ne? Ja. Das weißt du. Habe ich aus Versehen mal gemacht. Das wäre eine. Lass mich raus, das war irgend so ein Nackter, der einfach irgendeinen Scheiß. Nee, das war. Der hat den Boss gewonnen, gefühlt. Also. Okay. Wo ist dieser Geister? Dieser Heiler. Hier die junge Dame. Mit der habe ich auch gar nicht mehr gequatscht. Stand da nicht. Stand da wirklich Anno Londo? Ja. Very auspicious. I pray that through you. Weil ich glaube, du musst noch Neue Londo Ruins. Also den Tipp würde ich dir jetzt wirklich mal geben, weil sonst machst du ja. Da war ich noch nie. Da ist nämlich der Dude, der die Läuterungssteine hat. Der ist unten bei den Geistern da auf so einem Dach. Und ne, wie gesagt, sorry Leute, wenn ich jetzt extrem viel Spoiler, aber das ist jetzt natürlich eine Sache, die musst du loswerden. So ein Shitstorm, Bruder. Du musst los. Du musst. Ja, du kannst doch jetzt nicht verflucht sein. Die ganze Zeit. Geh dann 20 weg. Ja, Half-Life. Also es ist ja Half-Life, ne? Oder noch irgendwas Schlimmes? Ja, du
kannst. Neulondo ist hier unten, ne? Den Fahrstuhl runter, oder? Ja. Jetzt ja. Überlege ich gerade, ob man was anderes machen kann, aber scheiß doch drauf. Also ich würde es machen jetzt einfach. Mein Gott. Ich muss ja eh irgendwann hin. Aber da da musst du schon jetzt. Also da musst du jetzt durch. Also da ist schon so durchs Level halt auf jeden Fall jetzt gehen, ne? Bist du sicher, dass Neu Londo war und nicht Anor Londo? Ich bin mir nicht sicher, was da stand. Ich bin ziemlich sicher, da stand Heiler aus Anor Londo. Aber ich wusste nicht, welche Person das ich ist. Ich auch nicht, weil da gibt's ja keine. Ich weiß gar nicht, wo da NPCs sind. Da gibt's nur die Amazing Chest. Ja, dann die Frau am Feuer eben. Ja, Firekeeper. Und? Vielleicht hinten, wo es dann ins nächste Gebiet geht, irgendwie in der Richtung. Der Schmied. Gibt den Schmied. Es gab den Zwieberritter, der ist da rumgerannt. Zwieberritter, nee, aber der, ja, und Soler war auch mal kurz da beim Bonfire vor und erst kurz. Soll ich Oma mit? Also ich bin mir ziemlich sicher, jetzt mal ohne Getrolle, dass man, da gibt es so einen Zauberer oder so einen Dude, der ist in New Lando Ruins auf so einem Dach und der hat, glaube ich, was mit Flüchen zu tun. Aber ich bin mir gerade wirklich, und das ist auch kein Troll jetzt wirklich, ich bin mir echt, weil, warum soll ich dich jetzt da hinlaufen lassen? Das wäre mega witzig. Ja. Also actually wäre es mega witzig, wenn du mir irgendeine Scheiße erzählst, obwohl es da stand. Und du, das ist jetzt das schlimmste Gebiet für mich. Ich bin im Kern einfach ein netter Typ. Ich kann diese. Du bist ja manchmal richtig dämonisch unterwegs, muss man echt mal sagen. Also du lässt aber ist auch geil. Ja, du liebst das, ne? Nein, ist auch unterhaltsam einfach für die Leute, glaube ich. Ja, aber ich bin dazu zu sensibel für. Ich krieg dann einfach. Ich kann das dann. Ich kann doch nicht schlafen nachts. Ich würde dich dann anrufen und sagen: Hey, Hennes, tut mir leid, ich habe dich falsch hingelegt. Ja, oder nochmal zehnmal so nachfragen: Ey, ist wirklich okay? War nur fürs Video. Ja, aber das ist wirklich safe. Aber du brauchst. Ja, jetzt musst du mal. Ich weiß nicht, ob du hier schon mal warst. Wer ist er denn? Okay. Also ich sag mal so, den hast du schon mal getroffen, den Dude. Und vergiss nicht, dass stimmt, du alle Energie hast. Stimmt, der ist am Feuer. Oh, der saß am Feuer. Der saß am Feuer. Boah, ist richtig Bierpfanne schon. Ich hab auch gerade... Boah, nice, Alter. Deutschland! Schleim! Wechsel mal die Knie rein, der hat auch ein Schwert. Aber der saß da oben am Feuer. Ja, der ist verrückt geworden. Also eigentlich war die Lore auch so ein bisschen, weil wenn du es jetzt eh nicht mitbekommen hast, wirst du es eh nicht wissen. Der hat immer so ein bisschen komisch, der war doch ein bisschen so pissig auch. Ja, der hat immer so ein bisschen, auch wenn ihr jetzt hier seid. Also der ist verrückt geworden, okay. Obwohl, glaube ich, die Lore ist so und dass er deswegen hier runter ist. Die Lore, wie in der Mine, ne? Sagst du nicht Lore? Lore. Oh, der Herr Baron. Weißt du, was eine Lore ist? Können wir kurz googeln. Das ist dieser scheiß Minenwagen, der im Schächten... Woher weißt du so ein Scheiß? Minecraft. So. Ich brauche doch irgendein Item, oder? Was viele noch nicht wissen, dieses Studio hier ist in einer Mine drin. Ganz tief. Wir sind mit einer Lore reingefahren. Mit Hagrid. So. Also, ach, du warst ja schon mal. Sonst ich brauche das, ja ne? Ja, woher weißt du das denn? Von früher noch. Und weil es, glaube ich, auch in meinen Kommentaren stand. Du googelst doch bestimmt eh voll viel und dann tust du immer so hier hinauf. Oh, wenn ich google, dann nur in den Folgen. Okay, let's go. Das ist richtig. Du brauchst du auf jeden Fall. Sonst kannst du dich nicht treffen. Oder du hast ein heiliges Schwert. Es gab doch, genau, oder es gab doch eine Waffe, ich erinnere mich an früher, dass es irgendeine Waffe gab, mit der man hier dann durchkam. Weil das mit dem gar kein Ding. Weil mit dem Wanderflug, kann ich die blocken? Ach, die ziehen einen so ran, ne? Ja, komm mal her. Mir wäre das Schwert echt zu langsam, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich muss mir, also das ist Gewöhnungssache. Was ist mit zweihändig? Ist das geil? Ballert das nicht mehr? Weil jetzt machst du ja eh nicht mit Schild. Ja, aber die Option ist down. Warte mal, R1, wie schnell ist denn der? Ah, dieses Vor... Weißt du, dieses... Ja. Das finde ich irgendwie nervig. Das stimmt. Weißt du, was mich richtig sauer gemacht hat? Was? Vorletzte Folge habe ich gecraftet. Wirst du lieben. Weil... Warum? Also auch generell, dieser Riesenschmied, der war 10 Meter entfernt. Der mit dem Dick, ich bin da nicht hingegangen. Ich bin da nicht hingegangen. Warum? Weil ich gesagt habe, ich mache jetzt hier erstmal den Boss, dann gehen wir weiter. Ja. Aber das Weitergehen war ja wirklich nur der Raum mit dem Schmied. Ja. Und ich habe erst diesen Smaug und Ohren gemacht, ja, ohne vorher... Und ich wollte wirklich, ich konnte mich richtig krass verbessern. Ja. Aber weil ich die 10 Meter da nicht reingegangen bin, ja, habe ich den Boss halt mit einer schlechteren Waffe. Aber ich habe schon gedacht, du hast auf ihn gehauen oder sowas. Nee. Das finde ich auch so krass bei dem Game. Ich glaube, die kommen ja wirklich, auch aus Wänden und du so. Du kannst ja wirklich dir das Spiel krass verkacken, indem du halt bestimmte Leute einfach killst. Das sagt dir das Spiel ja auch nicht. Ja. Jetzt würde ich da weg, ehrlich gesagt. Jetzt bist du tot. Krass. Ja, du hast halt halbe Energie, ne? Aber ist auch scheiße, Cursed sein, muss ich sagen. Ist auch scheiße. Verflucht. Ich schwöre dir, es stand da Anor Londo.
Oh, das sieht gut aus für dich. Tierheim! Alter, nochmal Tierheim. Nice. 30 okay. Euro, okay. Ich bin halt tierlieb. Ist das jetzt was, worüber du dich insgeheim ärgerst? Wegen der Bestrafung? Ja. Nee, ehrlich gesagt nicht, weil was, ich... Also, was so heißt drauf, mich also, zu bestrafen? Nee, Real Talk, ich hab grad Bock auf Progress hier und mich interessiert wirklich gerade selber dieses Läuterungsstein-Ding, weil ich auch mich selber ein bisschen ärgere, dass ich es auch nicht mehr genau weiß. Ich spiele es ja auch gerade privat nochmal durch und man vergisst so viel. Ich glaube aber wirklich, dass es dieser... Da ist so ein Dude auf einem Dach. Wenn ich nachher diese Folge sehe, online, ja, und da steht Anno Londo... Da stand bestimmt Anno Londo. Aber wohin denn da? Wir können es auch googeln. Warte mal, ich google's mal. Du kannst mal googeln und dann behältst du die Info einfach. Du kannst damit machen, was du willst. Mhm. Ich meine, ich komme da jetzt auch easy durch. Das ist gar kein. Wobei, ich habe ja das. Verflucht, was tun? Ich habe ja nur noch einmal. Ich habe ja nur noch einen Wanderflug. Kann ich den kaufen? Bestimmt. Kann ich bestimmt auch. Die werden aber unten auch gedroppt. Okay. Manchmal. Selten. Ja. Weißt du, was für ein. Weißt du, wo du Wanderflüge überhaupt kaufen kannst? Nö. Aber bei irgendeinem Händler. Ich hab. Warum hab ich kein 4. Manchmal muss man bei Google nochmal neu anfangen, damit er. Kennst du das? Googelt der nicht. Google! So. So, Abfall. Mann, ich hab eine Woche keinen Alkohol getrunken. Ich hab jetzt schon einen sitzen. Ist der ohne Witz? Ganz roten Kopf. Okay. Ist aber auch warm hier drin. Ja, warte mal, Dark Souls 1. Verflucht. Wahrscheinlich so die ersten Ergebnisse. So, dieses verfluchte Spiel habe ich auch geschmissen. So. Können die das droppen? Das wär's. Nee, die droppen nix. So, ich guck jetzt erstmal, ob das bei dem Händler war mit Wanderfluch. Mein Google funktioniert. Hey, that is, I've never seen oh. What a brilliant. Oh. Hast du den noch nie angesprochen? Doch, doch, aber ich kann ihm irgendwas geben. Ich habe was im Inventar, was ich ihm geben kann. Ja, ja, kriegst du. Blaue Glut, ja, gerne. Klar. Ey, jetzt mal ohne Scheiß, der ist bei mir immer stumm, der Dude. Ey, der labert mich jedes Mal voll. Ey, der ist. Der ist für Magier, glaube ich, ist das so, der Händler. Wo bist du dann nochmal genau? Ja, zeig mal gleich. Ja, scheiße. Come back soon. Ey, wo bist du dann nochmal genau? Das ja. Hab ich. Den habe ich immer ver. Den habe ich immer verpeilt. Ich habe den immer nie gefunden. Ich habe voll spät gecheckt, dass man da runter kann, eine Treppe. Ja, aber du hast doch Zuschauer. Haben die ich hab's auch so getrollt. Nee, die haben mich immer nur getrollt. Nee, ja, aber Dark Souls 1 habe ich, Dark Souls 1 hab ich tatsächlich nie komplett geletztplayt. Ich habe bei Rocket Beans damals das angefangen, ab und zu mal sporadisch gezockt. Aber ich habe noch nie einen von Anfang bis Ende. Ach krass, echt? Nee, Dark Souls 3 habe ich mein erstes, kann man bei YouTube gucken, mein einziges ganz durchgespielt mit Zuschauern live und so. Nee, ich habe Dark Souls 1 immer nur so und jetzt mache ich so aus Fun manchmal im Stream und mit so einem bestimmten Bild und so. Ja. Aber sowas zum Beispiel, den Händler oder diesen Zauberer, habe ich super spät selber, weil das findest du ja nicht, diese Treppe. Es gibt so, glaube ich, generell ein paar Stellen, wo die einen denken so, hä, sieht doch jeder so. Ja, genau, und genau. Die anderen dann so. Ich habe zum Beispiel beim Feuerlingsschrein nur übelst lang nicht gecheckt, dass es da runtergeht, dass man da diese Treppe runtergeht. Habe ich nie gecheckt. Ja. Und mein Google funktioniert nicht. Das tut, ey, ich weiß auch nicht, warum. Ich habe kein Netz. Da muss ich gleich machen. So, ich lasse den einmal kommen. Genau. Zack. Aber die Reichweite ist halt krass von der Waffe. Oh, oh, oh. Wanderflug. Zwei Stück. Ehre. Okay, jetzt funktioniert. Wie er immer noch googelt. So, das hat wirklich nicht funktioniert. Okay, jetzt geht's aber. Das hat wirklich nicht funktioniert. Hier, allein die erste Frage. Wurde verflucht und brauche dringend Heilung. Bei wem kann man sich heilen? Hab gehört, irgendwo in Neulando soll ein Heiler sein. Wo Neulando. Ist der? Hast du vielleicht eventuell doch Neulando gelesen? Und nicht Arnolando? Das kann sein. Deswegen habe ich recht und du machst jetzt da weiter. Ja, krass. So ist es. Aber pass hier auf. So, ich glaube, die kommen auch manchmal von hinten. Vor dir seltsames Wesen. Aha. Da ist auch ein Boss dann, glaube ich. Das wäre bitter mit halt dem. Halt dich aber wirklich mal. Ich will es mal wirklich ein bisschen BSG-lich. Halte ich mal wirklich so erstmal in der Richtung. Das alles da rechts, das kommt erst ein bisschen später. Hier, der Raum ist heftig. Aber das ist schon gut Damage auf jeden Fall. Hammer, stark. Oh, nicht anvisieren, Max. Starke Rolle. Nochmal, nochmal, hau ab. Ah, nicht schlecht. War gut. Man hat halt echt kein Leben verflucht, ne? Verflucht. Ist halt verflucht. Scheiße. Ja, ist jetzt bitter. Vor allem,
Normalerweise ist man da ja wahrscheinlich, bevor man in diesem scheiß Baum mal war. 9. Okay, das ist, glaube ich, Action. Die beim Tod in der Hand gehaltene Waffe ist für diese Folge verboten. Das ist ja übelst die schlimme Bestrafung. Hast du denn noch was? Das ist stackbar. Aber das Katana hast du noch. Ja, pass auf. Ey, ganz ehrlich, kommt irgendwann noch eine Bosswaffe, die ich mega feiern würde, so auf Decks? Oder ist ich das Chaos-Klinge? Ich hab noch nie eine Bosswaffe gemacht, ich schwör's dir. Mhm. Wirklich. Ich hab noch nie eine Bosswaffe gemacht. Ich hab immer nur gierig ausgegeben und Sachen gemacht. Das sind doch die geil. Also für mich ist so Bosswaffe allein wie die klingen. Nee, so heftig. Ich hab zum Beispiel mein erstes Playthrough mit einem Balder Seitenschwert und da habe ich auch plus 15 gemacht. Die sind Hammer. Das ist die beste Deckswaffe im Game. Ich glaube, ich glaube eh, dass das meiste tatsächlich das Moveset ist, was einem liegt. Genau, das Balder Seitenschwert, das droppt auch echt nicht so oft. Das hat echt. Ach, das! Ja, das ist so ein Ding, ne? Genau. Stimmt, das ist richtig heftig. Kannst du auch diesen nach vorne machen. Ich hab Richards Degen, ist der krass? Der ist auch gut, auf jeden Fall. Er ist auch eine Deckswaffe, glaube ich. Aber ich fand's halt damals so geil, etwas auf plus 15 zu machen. Ja. Das fand ich halt krass. Ja, das plane ich aber mit dem Movaka-Dings auch. Weißt du, aber das geht, ich glaube nicht jede Waffe. Manche Waffen gehen auch tatsächlich nur mit bestimmten. Doch, das geht bei der. Okay, hast du es gegoogelt? Wenn der mich hittet? Warum bist du jetzt da eigentlich? Ich will zum Schmied. Okay. Achso, ich darf die Waffe ja nicht wechseln! Genau. Und du musst eigentlich jetzt auch den Fluch loswerden, ne? Ich darf die Waffe nicht wechseln, ich darf nicht. Nee, du darfst ja einfach nicht nutzen. Aber eine andere Waffe darfst du. Oder? Ja, ja, aber ich habe keine jetzt schnell hier. Ich muss jetzt erstmal weg. Hä? Hä? Ja, da schießt einer Pfeile auf. Ich war in dem Stuck. Ich hab von einem vergessen. Ich war in dem Stuck. Ich vergesse hier vor allem die ganze Zeit, dass der Bestrafung. Ja! Ist. Ich vergesse es gerade. Ist ja übel dumm. So, jetzt das erste, was ich mache. Konzentrier dich mal. Ja. Du wirkst irgendwie abgelenkt, als würde jemand die ganze Zeit mit dir reden. Das war bei Maxim auch so schlimm. Gar nicht mal, weil er ist böswillig, sondern einfach, weil man sich unterhält. Und man quatscht die ganze Zeit. So spiele ich ihn jetzt. 12. Okay, wir machen jetzt mal wirklich so, dass wir ruhiger sind. Und oh, ich habe eben auch, habe ich einen hochgestellt eben? Hast du, wirklich, hast du gemacht, ja. Okay. 12. Wäscheklammer im Gesicht. Aber das... Das ist das Schlimmste, wirklich. Jetzt eine Stunde Wäscheklammer. Beim Zugucken habe ich das auch. Also einmal hattest du deine Nase. Einmal habe ich es abgezogen, hast du es gesehen? Was nee, ich habe nur das mit der Nase gesehen mal. Und da hast du aber dann rausgefunden für dich, das ist eine fiese Stelle. Die ist zu fies, oder was? Ja, es kommt drauf an, wo in der Nase. Aber ich hatte es dann einmal hier und das habe ich am Ende der Folge abgezogen. Die kommt, glaube ich, noch. Ja. Und das habe ich richtig nah an der Kamera gemacht. Und also es hat sich angefühlt, als ob ich sowas rausziehe aus dem Fleisch. Hast du mehrere? Ich will mal das probieren. Ja, du kannst aus Solidarität. Ja, cool. Aber trotzdem, guck mal, wir reden wirklich natürlich gerade viel, ja. Und da ich dieses letzte Mal übrigens selber gucke, will ich jetzt auch mal, dass es vorangeht. Aber merk dir bitte, du musst wirklich, und mach mal selber einfach, aber du musst diesen Fluch loswerden. Und ich bin mir echt sicher, in Neulando, links halten an den Geistern vorbei, da kommt so ein Dude. Und dann sag ich dir auch, wo der ist. Ist nett von dir. Vielleicht, aber du musst hier auf jeden Fall weg und denk dran, du hast Nein, ich hab einen Plan. Ich hab einen Plan. Ohr geht, oder? Ohr darf man? Nein, Gesicht. Ohr ist doch Gesicht. Nein. Was mache ich hier? So. Das Gesicht. Ich überlege gerade noch. Die hat richtig Zug. Nee, das tötet dich. Aber mach mal. Nach 5 Minuten gibst du auf. Man darf es nicht verändern. Wenn man sich einmal entschieden hat... Aber ich will es jetzt... Ich bin ja hier Gast. Ja, aber du hast gerade gesagt, dass... Bis der Fluch weg ist. Hä? Gerade bis der Fluch weg ist, aus Kollegialität. Ja, okay. Dann mache ich den heute nicht weg. Das ist voll easy. Oh. Oh, aber Bier trinken ist nicht so geil. Ja, Lachen ist ganz schlimm. Ich hatte den einmal in der Wange, ich würde es nie wieder machen, weil Lachen macht dann keinen Spaß. Mach Nase. So. Mach Nase, Bruder. Pass auf. Aber guck mal jetzt. Guck mal. Oh Gott, warum bin ich hier, ey? Aber ist geil. Alter, die regeneriert ja so krass, die Ausdauer. Backstab wäre besser gewesen, aber egal. Ja, ich gehe einfach weiter. Ah, oh, nee! Aber willst du da nicht wegworfen? Wir haben halt wieder geredet, ne? Ja. Naja. Finde ich jetzt nicht so wirklich. Ich finde, du hast da gefailt gerade tatsächlich. Einfach um ganz ehrlich zu sein. Wir machen das jetzt anders. Das ist so eine Scheißfolge bisher, weißt du was? Ich finde es eigentlich ganz geil, ehrlich gesagt. 3. Oh, das ist schlimm. Warte mal. Kammer der Prinzessin. So. Flegostein sitzen. Die Box da, bitte einmal.
Kabellage hier, ne? Ja. Das macht er auf jeden Fall schön alleine. Ist eigentlich so surreal, ne? Das ist einfach so komplett allein wie du da, allein wie Donny da auch so hockt. Oh, das ist richtig. Ja, das ist besser als letztes Mal. Letztes Mal hatte ich reicht. Das sind die Momente, wo man sich so überlegt, wo bin ich eigentlich abgebogen, dass das mein Job ist. Ist schwierig. Aber es ist richtig abgebogen. Jetzt, aber konzentrier dich mal. Okay, ist das jetzt schlimmer? Und wieso, warp doch bitte mal weg. Ja, genau, das hast du ja richtig. Jetzt lass mich mal machen. Okay, aber warum bist du jetzt da die ganze Zeit nicht? Das werde ich dir gleich verraten. Okay, gut, meine Nase tut weh. Ich verrate sie jetzt. Du hast dich schon Hey, es tut so hardcore weh. Warum mach... Wir haben jetzt 5 Minuten und wir müssen noch eine Stunde. Das ist ja kein Dark Souls. Das ist Leiden Souls. Aber kann man nicht so ein bisschen... Ich wollte sie jetzt eigentlich gerade... Ja, jetzt lass mich mal kurz erzählen. Ich will diese Waffe jetzt komplett verbessern mit Dämonen-Titanit. Wir müssen für den Rest der Folge mit einer anderen Waffe kämpfen, weißt du das? Aber die ist doch trotzdem stark genug für Neulando. Nein. Alles hier muss... Wenn ich sterbe, gibt's die Peitsche. Ich muss es ganz stark optimieren. Was dumm ist, weil jetzt bin ich hier schon 3-mal gestorben. Ja, also, ob das deswegen... Ist. Aber die Rechnung geht nicht ganz auf. Aber das lag jetzt aber auch daran, weil wir geredet haben, weil ich kann ja hier lang gehen, wie man merkt. Das ist natürlich auch zum cool. Du hast es bei Maxim auch so gemacht, dass du quasi alles auf ihn geschoben hast, indem du aber sagst, ja, aber es ist weil ja so. Wir geredet haben. Es ist so. Ich du hättest nicht. Ja gerade ein Backstep machen können, hast du verkackt. So, das dann wäre der immer noch nicht tot. Doch, ja. Der Fehler war einfach, dass ich gerannt bin und... Ach, der Linger, meine Seele. Ja, der war das ist, glaube ich, nichts. Oder? Oh, nee, bitte Scheiße. Nicht. Okay, ja. Nee, ich brauche ja Seelen, oder? Ja, du hast ja, kannst ja was poppen. Ja, stimmt. Vielleicht mal so eine Boss-Seele, die du eh nicht verwendest. Die heben wir auf. Das Bier trinken ist schwierig mit der. So, moin. Das ist mein Lieblingsspiel, weil er nicht nervig ist mit dem. Ja, das stimmt. So, wie läuft das jetzt? Erstmal Seelen poppen, du hast gar keine Seelen. Ja, ich will trotzdem erstmal. Sorry. Ja, aber du hast wahrscheinlich recht. Du hast sehr sicher recht. Das Silberritterschwert ist auch ganz gut, oder? Ich kann nicht. Hast du gerade gesehen, dass ich aufgegeben habe? Ich habe gerade aufgegeben mit dem Trinken, weil ich es nicht schaffe, mit der Klammer zu trinken. Außer wenn es ins Glas reingeht. So. Es gibt 8000 Euro, ne? Das reicht für einen 5000 Euro. Geil. Du brauchst halt nicht allzu viel Sehen zum Upgraden, ne? Eher so das, die Shards und so. Also, ich glaube, bei der schon. Okay, guck doch mal. Ne? Dass das auch nicht ordentlich sortiert ist, ne? Das regt mich so auf. Das ist ein Aim ich auch. Aber du kannst ja manchmal auch... 5000. Das kostet 5000? Ja. Aber weil das so eine Boss war, warum ist das denn so teuer? Nur für, zum Vergleich, gehen wir zum Silberreiterschwert. Nur so zum Vergleich, das kostet nicht so viel, glaube ich. Oder das Großschwert oder... 2000. Okay, auch teuer, aber... Übrigens, was ist der Unterschied zwischen Schwarzritter-Großschwert und Schwert des Drachentöters? Das kann ich dir tatsächlich sagen. Krass. Das ist nämlich ein Übersetzungsfehler. Das ist auch so ein bekanntes Problem. Und zwar das Black Knight Greatsword ist eines der besten Schwerter im Spiel. Ja. Das wird hier Schwert des Drachentöters genannt. Das sieht auch ultra geil aus. Hast du schon mal geguckt? Das ist so mit dieser, wo es oben rot ist, wo man so über der Schulter Dings. Ach, Hammerschwert. Krass. Und hier wird aber das... Und hier wird das Schwarze... Das ist die Shit-Variante. Die Shit-Variante, genau. Das eigentlich geilere ist das Schwert des Drachentöters und das ist eigentlich das Black Knight Greatsword. Aber es, ich habe es nämlich genau das gleiche neulich auch gehabt. Deswegen weiß ich das. Du kannst mir nicht verraten, aus welcher Boss-Seele ich welches Item kriege, oder? Hab nie eine Boss-Seele. Weil wenn... Ja, okay, scheiße. Ja, wobei, wir haben ja noch eine Seele. Vielleicht reicht das. Ich glaube aber wirklich, dass dein Chaos-Klinge da ganz gut ist für ja, die Geister, für die engen Korridore. Ja. Und da sind die jetzt 2 Hit, oder was? Mit der Waffe? Weiß ich nicht. Das müssen wir herausfinden gemeinsam. Ich glaube, die sind immer noch 2 oder 3 Hit tatsächlich. Geil, einmal kann ich noch. So. Was ist denn das Geile an der Chaos King? Was hat denn die für einen Effekt? Oh, das ist übel dumm! Warum? Die zieht mir Leben ab, wenn ich damit zuhaue. Warum? Ja, guck mal, wenn ich R2 mache. Oh ne, mach ich mal hier lieber nicht. Ich mach mal. Rein. Hat die so ein Special-Ding oder was? Ja, ja. Pass auf. Ich mach erstmal den, ja? Weil wir lassen hier nichts anbrennen. Ja. Also die... Du willst den Schmied nicht killen. Die R1-Scheiße ist okay. Ja. Blutungseffekt, alles wie Uchigatana. Ja. Nee, wie hast du es ausgesprochen? Uchigatana. Uchigatana. So, und R2... Ich glaube, wenn ich da was treffe, zieht's mir Leben. Aber die brauchst du eh nicht, den Move.
Was mit dem Firekeeper? Was ist der denn behalten? Was magst du denn? Firekeeper? Kommt sie jetzt cool vor, ja? Das ist ein Blick für die Leute, dass die genau wissen, was ich meine. Ah, lass ich jetzt auch mal so stehen. Der Typ, die Frau, die da steht. Ja, mit der habe ich geredet. Firekeeper. Ja, wenn ich da sage, ihr verbessern. Ja, yeah. Wenn ich dir sage, jo, ich will meinen Flass verbessern, ist ja nichts. Hast du ja schon zweimal gemacht. Was hast du denn dafür gebraucht? Eine Seele der Feuerhüterin. Ach, soll ich die umbringen oder was? Naja, du hast ja gerade selber die Antwort gegeben. Du kannst. Hä, ich bringe die. Was? Nein, ich muss doch zu ihr hin, um bist zu so verbessern. Bist du ein ehrenvoller Spieler oder scheißt du drauf? Ach nee, ich muss es bei ihr hier verbessern, ne? Und dann bringe ich einfach alle anderen Feuerhüterinnen um und gebe ihr die Seelen. Nee, jetzt bringst du mich durcheinander. Also. Ich lasse es mal so im Raum stehen. Du kannst ja mal in einer weiteren Folge selber entscheiden, was denn passiert. Oder kannst ja mal googeln mit den Feuerhütern. Natürlich, es gibt ja verschiedene Arten, wie man das spielt. Ich zum Beispiel kann mit dem Dude nie reden. Also der da ist, diese Frau, diese alte Frau, die da drin ist. Die redet nicht mit mir. Mit mir schon. Wenn du ein paar netter Feuerhüter umgebracht hast. Nee, bei mir war es so. Ich habe diesen Ritter in der Kathedrale befreit, in der goldenen Rüstung. Ja. Und wenn man das macht, dann chillt er da so für eine kurze Weile. Ja. Und wenn man ihn in Ruhe lässt, dann bringt er die um. Ja. Und dann kriegt man irgendwann, also man lootet die da und dann kriegt man so einen Lederfetzen, so von wegen ihre Überbleibsel. Ja. Und so einen schwarzen Augapfel. Ja. Und wenn man dann in Anor Londo ist, da wo wir gerade waren, dieser Raum mit den zwei Riesen und dem Bogenschützen, ja, dann kommt ein Signal, oh, der schwarze Augapfel pulsiert. Und dann kann man den nutzen, um in die Welt von diesem goldenen Ritter einzudringen und den zu ficken. Entschuldigung. Und dann kann man die wiederbeleben. Ja. Oh Mann, ich find's einfach so lustig, wie du erzählst. Aber ja, jetzt bitte konzentrier dich jetzt. Ich bin jetzt wirklich ruhig, nicht. Es kann jetzt nicht mehr an mir liegen. Aber ich sag dir noch eins. Denk immer dran, du hast noch Hälfte Energie. Ja, ich muss jetzt super. Eigentlich sollte ich eher das Speer nehmen. Jetzt richtig Concentration jetzt. Ja, ja, ja. Ich glaube, ich sollte sogar das Speer nehmen. Ich kann nicht trinken. Ich glaube, ich sollte das Speer nehmen. Aber ich guck mal. Guck mal erstmal, wie viel Damage das macht. Weil ich habe nur so ein Blitzspeer. Na gut, wir schauen mal. Und eventuell zweihändig, aber. Nee, ich glaube. Wobei, was ist von oben? Wow! Cool. Aber ich habe danach gar keinen. Und alles dein Wechsel. Mach lieber eins, glaub mir. Ja, ist super. Tu it, schaffst du locker. Hammer ganz ab. Locker und weg. Ja. Sorry, dass ich bin gerade sehr wechselig. Stark. Two-Hit ist übel scheiße. Also gerade war ich wirklich wie so ein wie beim Fußball zugucken. Ich hab zu viel. Sorry, aber dann die Emotion ging durch. Aber denk an das Lock-In. Weil bei den Geistern ist das fatal, wenn da viele sind. Lock-In? Lock-On, also ich nenne es manchmal Lock-In. Das ist Lock-On. Das war immer geil damit so. Ja, ich mach das viel zu oft. Ja. Hat Maxim auch schon gesagt. Ich aber auch, aber das ist so eine Gewohnheitssache. Weil, genau, das wollte ich dir sagen, deswegen bin ich ganz ursprünglich vorhin einmal gestorben. Wenn man ja einen anvisiert hat, kann man nur noch in vier Richtungen rollen. Genau, du kannst manchmal auch runterfallen. Deswegen. Und deswegen bin ich einmal in die Scheißwolke gerollt und war dann verflucht. Deswegen bin ich verflucht. Ja, kann sein. Nee, das ist so. Schandstadt ist ja auch vor allem mega blocken? Scheiße mit. Kann ich die blocken? Ich glaube schon, wenn du Wanderflug hast, schon. Aber das ist halt geil, du hast einen guten Damage-Output. Guck mal, ich habe Leben verloren. Aber du hast jetzt R2 gemacht oder einfach nur R1? Nee, R1. Hä, das ist doch scheiße, warum sollte man eine Waffe haben, die verstehe ich nicht. Ich probiere mal Speer, ja? Aber du machst doch so geil Damage damit. Ja, aber das Speer ist auch super stark und ich verliere kein Leben. Ich habe so schon so wenig Leben. Ist eigentlich übel dumm, dass wir dann diese Waffe spielen. Ja. Hier, was ist eigentlich diese Okkultkeule? Ist die krass? Naja, wenn du... So. Die hat einen bestimmten Effekt, für einen bestimmten Bereich ist die dafür sehr gut, dieser Effekt, den die hat. Sozusagen. Okay. Jetzt kommt erstmal er hier, glaube ich. Ja, die haben super Reach, den habe ich überhaupt gar nicht gesehen. Okay. Auf der Brücke. So, kann ich das blocken? Komm mal her. Ist gut, er ist will gut. Dich ja in die Falle locken. Ja. Das war dumm. Oh, nice. Aber Rolle war nice. Was ist das für ein Arschloch? Mach ihn erst. Kommt der Kollege. Kann ich die blocken? Sehr gut. Ist halt die defensivere Variante. Ja. Aber
Man kann die, komisch, man blockt die, ne? Aber macht kein Geräusch. Ja, ja, das ist echt weird. Okay, ich spiele es jetzt super safe. Ja, ich glaube, das ist die schwerste Stelle. Super, ja, das ist eine Falle halt. Ne? Der links aber noch da, ne? Nee, ja. Das war der gerade. Dass die einfach durch die Wände hauen können. Nee, der eine war noch da, glaube ich. Ach so. Guck, der hat noch, der ist schon zur Hälfte. Ne? Sperr ist hier wirklich gut. Also pass in dem Raum auf, das ist Umzingelraum, ne? Da bin ich auch schon tausendmal gestorben. In dem Raum. Ich glaube, da drin... Ich spiele jetzt hier lieber safe. Alles gut. Entspann dich. Für mich ist das Highlight, ich versuche mit dieser Wäscheklammer irgendwie das Bierglas in die richtigen Winkel. Okay, komm mal! Concentration jetzt! Jetzt aber ab, geh wieder raus! Ja, ja, ich wollte nur schon mal... Ach so! Genau, genau, deswegen! Okay, krass, da kommt noch einer! Ja, 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 eben! Guck mal, ich stagger die halt, weißt du? Multikill! Schwierige Kiste. Okay, hier, wie siehst du? Ey, das sind so die Schweine. Das sind voll die Schweine. Aber eigentlich nicht. Nice. Geh mal wieder zurück jetzt. Ja, der kommt hier von rechts. Genau, ne? Weil der vielleicht verrückt. Genau. Nein, aber jetzt macht's gerade stark. Nice. Hammer. Bam. Oh, geil, das kann ich auch blocken. Blitzschwer, bitte. Geil. Ich hab's ja gesagt. Nice. Nee, komm mal wieder her, Puppe. So. 2, 3. Jetzt aber auch nicht gierig werden. Ne? Ja, nee, da, genau. Das kenne ich. Gierig werden kenne ich. Nee, 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 nee. Nicht mit mir. Wollte mich auch gut aus. Warte mal, hast du noch den Wanderfluch aktiv übrigens? Ja. Oh, ich kann halt blocken und zuhauen. Das ist so nice. Speere sind doch eigentlich most broken. Kann mir doch keiner erzählen, dass das real ist. Ja, das ist doch dumm. 3 Hits. Ja, aber du. Guck mal, mit der anderen Waffe bin ich gestorben. So, will ihr noch wer auf die Fresse? Jetzt konzentrier dich lieber und denk dran, dass du herbe Energie hast. Verflucht. Aber ich hab's ja noch gesagt, Kollege. Weißt du noch bei den Fröschen? Guck mal, jetzt hast du eine Schnauze gehalten. Ach ja! Und ich hab's geschafft. So. Das heißt im Umkehrschluss, ich fahr immer schuld dran, wenn du stirbst, oder was? Ja. Es ist lächerlich. Ach, und das komm. Lass ich nicht auf mir sitzen. Und das lass. Schreib's in die Kommis, ja? Vor ich im Bewegung. Team Donny hier. Ich helf nur. Ja, bist ja netter. Ohne mich wüsstest du gar nicht, wo du hin müsstest jetzt. Nach Anolando stand da. Ja, angeblich. Ja, da wäre ich halt wahrscheinlich jetzt gerade und würde überall suchen. Das stimmt schon. So, ich bin jetzt aber wieder ruhig, weil pass auf, hier sind auch noch Geister. Hey, vor allem, die kommen halt aus den Kackwänden, die Schweine. Vor dir geil, siehst du? Hahaha. Ha, ha. Denkst du, ich bin dumm? Arschloch. Ja, dann komm doch auch. Der kommt nicht. Das sehe ich. Ich bin jetzt mal ganz knallhart BSG. Der wird immer da in der Wand bleiben. Ach krass! Das war ja geil. Ich wusste nicht, dass die um einen reachen. Ja, ja. Ah, der kommt nie. Ich bin. Ich konnte es eben blocken, ich schwör's. Geh weg bitte, heilig, weil ich nicht daran schuld sein. Nein! Nein! Es ist halt wegen dem Anvisieren wieder Strafe gewesen. Strafe mache ich mit. Nein, nein, ach komm. Okay, gut. Sag das lieber nicht. Ja, okay, dann nicht. Ja, okay, dann nicht. Ja, okay, dann nicht. Ja, das Angebot. Jetzt bin ich auch immer hier. So. Da ist ja der ganze Weg, genau. Das war scheiße, auf jeden Fall. Ich darf nicht anvisieren. Manchmal ist es gut, wenn so viele. 5 ist, glaube ich, schlimm. Ist es nochmal scheiße? Scheiße, das ist auch. Wachsstreifen. Wachsstreifen. Okay. Ich darf bitten. Was, wie geht das? Ist schon ready. Das ist noch von Sterzig, letzte Folge. Ich hab's so reingefasst. Ich hab's nicht richtig gemacht. Ah ja, okay, und jetzt? Bitte. Ja, jetzt darfst du eine Stelle aussuchen. Ach, guck mal, da war schon. Ah, die Lebersteine. Schön drauf machen. Magst du es lieber langsam oder schnell? Siehst du, wie krass meine Schuhe sind? Die sind halt so im Ass, ne? Guck mal, wie so von einem Obdachlosen. Ja, wirklich. Okay. Wird, mach. Also schnell, ne? Ja. Au! Oh, Alter, ist ja eklig, ne? Und die Schuhe riechen bestimmt auch nach Dreck. Das kommt auch in die Kontaminierungseimer, oder? Wo willst du hin? Ich wollte es in den Müll schmeißen. Tu es einfach hier. Ja, so, jetzt liegt das da, ist auch eklig, ne? Das Problem ist aber, das richtige Problem ist gerade, wo wir gestorben sind gerade, ne? Ich würde sagen, das ist eine Kooperation gewesen.
Das ist mal eine Co-Produktion, dass wir gestartet haben. Ja? Gut, du wusstest mit den Geistern nicht, aber du hättest auch nicht so dumm rollen müssen mit dem Wasser. Nee, da bin ich schuld. Aber... Was pulst du die ganze Zeit? Weil es so hart wehtut! Oh, das ist voll die Qual. Wieder dieses leere Bierglas steht. Ah! Ah, nee, alles gut. Nee, was ich mal sagen wollte ist, dass wir da gerade gestorben sind, das ist auch so ein Ding, weil ich spiel's ja privat auch gerade. Jetzt können wir ja kurz noch reden bis zum Aufzug. Ja, ja, alles gut. Ich spiel's ja auch gerade privat und mir ist wieder aufgefallen, das vergisst man ja auch wiederum, dass nicht nur das Sterben nervig ist, sondern manchmal genau solche Tode, wo du alles nochmal machst. Ja, ja. Du musst jetzt wieder diesen Wanderflug. Scheiße. Mir geht's einfach scheiße. Musst du jetzt wieder diesen Raum machen? Aber du kannst doch. Ja, durchrennen kannst du nicht, weil der Raum ist eine Falle. Ja. Hast du noch einen Wanderflug? Kann ich da nicht Bomben schmeißen? Wenn die da alles stecken? Aber es sind Geister. Ich weiß nicht, ob die drauf anfällig sind. Ja, wenn du Wanderflug hast, hast du überhaupt noch einen? Ja, einen habe ich noch. Das muss jetzt auch klappen, aber jetzt wird's halt auch klappen. Boah, meine Nase tut so weh. Tut das dann abends auch weh noch? Oder ist es dann weg? Einmal habe ich am nächsten Tag sogar noch gemerkt. Es war wirklich heftig. Wie lange hält eigentlich dieser Wanderfluch an? Bis ich sterbe? Das weiß ich auch nicht ganz genau. Einfach eine bestimmte Zeit. Nee, das ist. Deswegen habe ich ja vorhin auch gefragt. Oh, krass. Das ist zeitlich begrenzt. Ich weiß aber nicht, wie lang. 20 Minuten oder 15 Minuten? Okay, also man muss auch ein bisschen. Aber eigentlich hält es genug, oder? Das ist noch Nachriss. Einen noch. Scheiße. Okay. Das ist eine Stelle. Wie findest du denn eine Stelle, die nicht wehtut? Also wenn man nachrüstet, ist das. Ich glaube, du. Ja, zwei Hand sind die One-Hit, oder nicht? Ich habe die ganze Zeit eine Hand probiert. Boah, die haben so eine Range. Nee, das war die ganze Zeit zwei Hand. Scheiße. Ja. Die sind so scary. Hab schon wieder kommen sehen, ne? So eine Pussy, aber es tut so weh. Ja. Man darf nicht dran denken, glaube ich. Man darf nicht dran denken. Rede. Ja. Rede mit mir. Nee, ich darf nicht so viel reden. Weil sonst verkackst du. Du hast dich. Bereust du den Moment? Heil Bereust du den Moment, als du gesagt hast, komm, ich nehme auch eine? Ja, extrem. Extrem. Wirklich. Ich dachte einfach so, das kommt vielleicht auch, muss ich ganz ehrlich sein, ein bisschen wie so ein Politiker, war opportunistisch. Ich dachte so, vielleicht kommt das gut an bei den Zuschauern. So, weißt du, der ist solidarisch und so. Scheiß auf euch! Das tut mega weh, aber ich lasse es jetzt drin. Du hast doch unterschätzt, wie weh es tut, oder? Ich habe nicht ohne Grund gesagt, das ist das Schlimmste. Ich lasse mich ganz auspeitschen. Roten Kopf, guck mal, vor Schmerzen. Weiß nicht, ob das jetzt an den Schmerzen. So, wollt ihr? Ja, er will. Zeig dich doch erstmal nochmal. Moin. Ja, den kann ich anvisieren. Ich will ja halt nicht runterfallen. So. Nee, diesmal nicht. Aber vier Hits ist halt nichts. Ja, ja. Aber ich kann halt dabei blocken. Aber die staggern eh durch. So. Oh. Oha, was ist das denn? Oh, krass. Aber warum? Ja, aber ist doch golden immer. Ich dachte auch. Golden ist eine andere Art von Loot, dachte ich. Geh da, von hinten kommt jetzt wieder einer, vergiss es nicht, ne? Ja. Stark, das war gut. Bisschen panisch, aber gut. Stimmt. Ja, ich visiere mal an. Stark, das ist gut. Komm mal! Baller! Das war stark, Mann. Komm mal. Jetzt konzentrier dich, nicht gierig. Push mich jetzt richtig. Ja, Mann, komm, wir machen das jetzt! Lohn ist diesen fucking Fluch jetzt weg! Ohne den Fluch wäre das so easy hier. Wir wären doch im Baum wahrscheinlich. Du würdest noch Items sammeln. So Schritt. Oh, den Funkeltitanit will ich noch. Das ist ja voll die boring Folge gewesen. Ja, das ist sehr unvorhersehbar, wie die Folge läuft. Aber geil. So, da ist mein Kram. Scheiß doch einfach auf den Geist, oder? Auf den Typ scheiße ich. Ja, genau. Wird sich vielleicht noch rächen, egal. Oder? Ja doch, weil das Ding, die verfolgen einen irgendwann alle in dem Level. Aber das glaube ich, aber nicht an der Stelle. Ich glaub, aber der allein ist easy, ich war halt einfach nur dumm. Ja, okay, komm. So, jetzt komm da bitte raus. Okay, Alter, ist sauer. So. Sind das Frauen auch, diese Geister? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, es sind Geister. Aber weibliche Geister, oder? Ich weiß auch nicht. Ist eigentlich scheißegal, aber ich dachte immer vom Outfit her. Ja, ja, die haben halt Kleider an. Ja. Aber das ist ja auch so typisch Geist, so Laken, weißt du? Ja. Aber ich weiß auch nicht. So. Da scheiden sich die Geister bei der Meinung. So.
dauert echt ewig, ne? Ich nehme mal, wenn ich so einzelne bekämpfe, lieber das. So, hier kann ich durch, oder? Das nur da als Item. Ja, gerne. Das ist, glaube ich, eine Seele. Kennst mich ja. Ich glaube, es ist eine Seele. Ich kann aber überall eine Trap sein. Was hat sie? Ich glaube, wenn die das machen, rufen dann die andere alle? Geister. Glaube ich. Okay. Oh! Wichtig, wichtig. Ja, hinter mir stehen wahrscheinlich schon zwei. Oder warte mal, die hat auch ein rotes Gesicht gehabt. Kann das ja, sein, ja. Dass sie sich buffen damit, mit dem Schrei? Nee, die hatte vorher schon rot. Ich glaube, das war einfach ein anderer Gegnertyp. Siehst du, dann wäre er jetzt rübergekommen und ich wäre tot wahrscheinlich. Dodge den mal. Oh, okay. Ah, da kann ich weitergehen. Durch den Fork kannst du auf jeden Fall als kein Boss. Nimm ich dir die Sorge. Cinematic Intro. Nee, das ist alles gut. Hier ist auch nervig mit den Geistern auf jeden Fall. Aber du bist bald bei dem Dude, jetzt nicht sterben. So, der kommt von oben locker durchgeflogen. Ja. Guck mal, sticht da durch, ne? Als hätte man ihn nicht gesehen. Das sind richtige Schweine. Oh, er zieht. Ich glaube, er zieht mich. Nee, okay. Das ist zu hoch, Bro. Nee, komm. Gleich hast du. Ah, ja, genau. Aber ich find's echt schwer, okay. Ich find's schwer mal irgendwie lame, so zwar. Also nicht lame im Sinne von unfair, also ja, aber einfach das so Ding lame ist, im Sinne von, ich mag die in solchen nicht. Leveln finde ich gut, schwer ey. Übel gut, weil du hast ja diese engen Korridore, da bleibe ich mit dem hier überall hängen. Ja, das stimmt schon. Kannst halt gerade ausschalten. Achso. Ja. Ich habe auch kurz gedacht, das ja, ist ja. Geist. Oh, hinter mir. Actually, ist ja wirklich einer. Hey, unter mir. Genau, einer ist unter dir, glaube ich, und kommt jetzt hoch. Jawohl, nice. Zwei sind es. Vorsicht. Ja, baller sie weg! Und es staggert. Haut ab! Es staggert. Ja, ist übel gut. Warum staggert es eigentlich wegen dem Blitz? Blitz, ja, anscheinend. So, und jetzt hier, weiß ich noch, tricky Stelle jetzt gleich, wo es runtergeht. Ich weiß aber nicht mal warum, aber pass jetzt hier auf. Hier kommt nämlich gleich eine richtige Menge Meute von Geistern. Und das Fiese ist, die kommen ja so langsam immer, und du unterschätzt das, und auf einmal sind von hinten auch noch zwei. Also, komm mal, pass auf. Wir wollen ja diesen Fluch loswerden. Du musst auf jeden Fall hier. Guck dir an, wie weit das ist. Wo ich muss mal eben kurz weg. Okay, genau, das sind die Geister jetzt. Du musst gleich einen guten Sprung hinlegen. Weil dann haben wir es nämlich fast geschafft. Guck mal, wie viele das sind jetzt. Vorsicht mit Lockern, ne? Du gehst jetzt runter. Fällst, bist du tot. Hier will ich hin. Nice. Alles gut. All gut, Alter. Ich nehme mal aber die Boden. Gehen wieder weg jetzt. Schweine. Da oben muss ich wahrscheinlich drauf, ne? Der Hannes da, oder? Genau, da, genau, genau. Krass, dass du das siehst in dem Dunkeln. Ich meine, du kannst ja, einfach musst hier drüber springen. Rechts... Naja, du musst hier drüber springen, genau. Also da ist so eine. Das ist aber ein schwieriger, also das ist echt ein schwieriger Sprung, ne? Jetzt kommen erstmal die Leute. Muss halt Vollgas geben und kurz vor dem Absprung. Sind das die beiden oder kommen hier von rechts noch welche? Ne, es sind die beiden. Die sind überall welche. Da würde ich jetzt nicht schlagen mit Locken. Ja. Ach, krass. Aber ich habe ein bisschen Schiss vor dem Sprung. Das ist, da musst du dir auf jeden Fall angucken, den Abgrund nochmal. Ja, du bist gerade auf irgendeinem Kabel, glaube ich. So, ich habe beide. Oder? Nee, ist gut. Da so. Sind aber noch welche. Mach trotzdem vorsichtig. Die mache ich trotzdem noch, ja. Ansonsten kannst du vielleicht jetzt doch dann durchgehen. Aber ich meine, man muss da springen. Ich sag's dir nur nochmal, pass mit dem Lock-On auf, ne? Weil über die sich einmal. Ja, aber das Ding ist, wenn ich jetzt rückwärts gehe, drehe ich den Rücken zu. Ja. Deswegen mache ich immer Lock-On. Ne? Okay, so schlau. Aber. Guck dir mal nur eben diesen Level an. Sorry, ich bin jetzt gerade sehr forcierend, aber damit du checkst. Also hier kann man wirklich springen. Und dann geht's einfach nur noch rechts rum und dann kannst du auch das Dach schauen. Wann kommen die denn mal? Aber mach's lieber vielleicht ohne diesen Sprung, tatsächlich. Ist schon heftig. Weg. Komm, bleibt hier, bleibt hier. Ja. 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 Er ist noch nicht tot. Ah! Ich dachte, er wäre tot. Oh. Oh. Wie viel hast du noch? 6 Estus? Easy. 6 Estus? Ja. Ey, ich fiel noch nicht mit, aber. Scheiß auf den Sprung, wir können gleich durchs Haus, aber du musst. Ich kläre die erstmal. Ich hab so Schiss, dass du runterfällst, ne? Wegen dem Lock-On. Ist nicht schlimm, ich hab das im Griff. Guck mal, wie vorsichtig ich das hier mache. Was sind das? Was ist das für eine Kackstelle? Sagst du, während du den letzten Schlag, der war riskant, das weißt du genau, hättest auch runterfallen können.
Soll ich da mal rein einfach? Ja, mach mal. Du hast jetzt die meisten schon geklärt. Aber die kommen jetzt hier auch aus den Wänden. Vorsicht. Hier in den Raum musst du links. Da ist ein Kamin. Da kannst du dann... Ich bin jetzt einfach knallhart. Wir brauchen diese Fluchwelt. Scheiße. Nein! Hier sind vier Geister, Johnny. Vier. Ich hab... Naja, ich hab ja auch gemeint, mach den Sprung lieber, aber dann geh rein. Aber dann kam ja noch mehr. Hab ich vergessen. Und mir tut meine Nase weh. Es ist schlimm, ne? Es ist so höllisch. Kann man die Seite wechseln wenigstens? Nein. Geht wieder los. Es ist richtig schlimm. Ist auch kein Spaß, Leute. Es tut wirklich weh. Leute, wirklich, es tut wirklich richtig weh. Dieser Mann geht wirklich durch die Hölle für euch. 10. Peitsche, oder? 10. Ich glaube, es ist Peitsche. Eiswürfel in den Nacken. Okay. Dann muss ich dich einmal bitten. Du fragst einfach Sterzig, ja? Ja. Nimm die Maske mit. Ja. Jetzt darfst du die kurz abnehmen. Aber das ist fast noch schlimmer. Oh! Ja. Das Abmachen! Das Abnehmen ist richtig schlimm. Das würde ich so... Ja, keine Ahnung. Deswegen stand ich auch mal vor dem Schmetterling und habe 10 Minuten versucht, den Sweet Spot hier zu... Jetzt habe ich ihn. Das ist übel nice. Verreiß ich nicht. So. Ist aber auch bei jeder Nase anders, ne? Alter, was ist das für ein Scheiß, wirklich? Aber immerhin habe ich Wanderflüche wiedergefunden. Also nicht nur, dass wir extrem... Man muss sich mal die Kombo gerade vorstellen. Wie unlucky ist es, dass ich bei diesem Bereich noch nie war, jetzt verflucht bin, kaum Wanderflüche hatte, jetzt habe ich Gott sei Dank wieder welche, meine Main-Waffe nicht benutzen darf und ich habe kein Leben. Ist doch bescheuert. Jetzt sitze ich auf Legostein, krieg Eiswürfel in den Nacken. Also Sterzig meinte eine, aber ich meinte, ich habe dann eh schon die Hand voll gehabt, deswegen habe ich mir gedacht. Ja. Es ist zu gemein. Ja, es macht tatsächlich Eiswürfel. Ja, mach es. Komm, mal. Wir machen einen. Nee. Ich mach auch einen. Echt, ja? Ja. Wie schlimm ist denn das? Kann auch nicht so schlimm sein. Du musst deinen Rücken an den Sitz drücken. Eine Tasse oder so. Warte. Jetzt soll ich auch noch warten. Hättest auch einfach hier in sein Bierglas tun können. Wir überziehen ein bisschen. Oh, hättest aber einfach ins Bierglas tun können übrigens. Ja, naja. Ja, stimmt. Also, du musst deinen Rücken an den Stuhl drücken, weil sonst flutscht einfach durch. Ist es super schlimm? Ist schon sehr schlimm. Mann, warum habe ich jetzt ja gesagt? Aber dann mache ich die Klammer Maske, nicht mehr. Kannst du deine Maske abnehmen? Ja. Okay. Dann mache ich die Klammer aber nicht mehr. Das war eine Lösung. Ich kann... Das ja, ich verstehe das. Du. Was? Schön randrücken. Den Rücken randrücken. Ja, und jetzt loslassen? Ah, nee, mach links erstmal den Hebel. Okay, warte. Ich hab hast aber, schon? Es geht schon ab. Okay. Warte, die Lehne geht zurück. Du kannst links hier unten umstellen, dass sie nicht zurückgeht. Links. Warte. Nach vorne drehen. Jetzt ist es nach hinten durchgegangen. Das rutscht jetzt eine halbe Stunde. Warum ist das so schlimm? Ich finde es so schön, weil die Leute konnten... Ich glaube, niemand kann es nachvollziehen, was ich hier eigentlich jede Folge leiste. Na, es ist kein Schmerz in dem Sinne... Ist einfach unangenehm. Stell dir vor, du musst jetzt gegen vier Geister in einem engen Raum zocken. Der, bei dir ist er jetzt schon einmal durchgerutscht, oder? Ja, ist er schon. Ja. Aber ich wusste nicht, warum ist er tatsächlich... Ja, deswegen drücke ich den Rücken weißt hinten was, ran. Ich mache jetzt entspann dich immer noch ein Bierchen jetzt. Ja, gerne. Mach doch erstmal. Falls wir noch eins haben. Ansonsten frag Sterzig. Der weiß, wo die Biere sind. Ist witzig, oder? Ich habe übrigens heute meine Brille zu Hause vergessen. Richtiger Montag. Ganz schlimm. Also sieht man mir auch, glaube ich, an, oder? Allein, wie ich hier hocke. Übrigens, nice, ist eine grüne. Ist einfach eine grüne. So. Ich glaube, das Speer ist wirklich die richtige Wahl. Aber. Ja, auch allein das Staggern. Mega gut. Mega gut, kann mir keiner erzählen. Macht wenig Schaden, klar. Aber man kann doch nicht alles haben im Leben. Ah. Jetzt denke ich, ich schwitze am Rücken. Weil das so runterrinnt. Das war auch die beste Idee, dass ich hier Gäste einlade. Donny, richtig geile Folge bisher. Ist zwar ein bisschen chaotisch, aber ich lieb's. Ich brauche jetzt, ich,
warte, ich mache jetzt erstmal langsam jetzt. Und gucken wir das an. Ich halte das ja nicht mehr aus. Die Spannung allein bei diesem. Man merkt auch, wie invested du tatsächlich bist. Ja, ich will das. Oh, weil ich das klingt so eklig runter. Weil ich das wirklich gucke. Das war kein Scheiß. Ich gucke das jetzt bei und ich will, dass du das schaffst. Aber es ist eine scheiß Stelle und du hast halt einfach genau. Zum richtigen Zeitpunkt verflucht. Ich dachte einfach, man stirbt und das war's. Ja, und ich muss auch sagen, am Anfang, als mit dem Fröschen das war, wusste ich es auch nicht mehr ganz genau, aber ich wusste noch, es war auch ganz schlimm. Das check ich nicht. Manchmal blockt er es und manchmal nicht. Ja, aber. Jetzt musst du weg, sonst stirbst du. Ja, ich bin ja generell auch so einfach ein Dodger, ne? Ich spiele dodgy. Ja. Und nicht mit. Es ist eine entweder besser oder schlechter. Aber ich nutze viel mehr die I-Frames sozusagen. Und deswegen spiele ich auch so viel zweihändig, weil ich das Schild. I-Frames? Invisibility Frames, quasi das, die genau so heißt, diese Stelle, während du rollst oder dodge, wo du nicht getroffen werden. Ach so. Ja. Krass, da gibt es nicht Fachbegriff für. Ja, Noob. So Noob, oder? Ja, klar. I-Frames gibt es übrigens in jedem Spiel. Dieser Art. Das heißt immer I-Frames, just saying. Aber schreibt es doch gerne in die Comics nochmal. Jetzt gehst du aber ab. Jetzt hast du einen Rhythmus. Na klar. Da. Denk immer so ein bisschen an 300 Sparta oder so. Ne? Ist so, ne? Ja, ja. Ist geil irgendwie. Könnte länger sein. Das Speer. That's what she said. So jetzt. Gleichzeitig so sein. So. War jetzt peinlich? Der nervt links. Ja, ja. Vor allem, der will auch nicht kommen. Aber dass du diese Umarmungsradius nutzt, ist krass. Ja, wenn man ich habe jetzt gelernt, wenn man nah ransteht, dann geht es. Ich würde es aber nicht rausfordern. Weil die hauen ja auch sonst normal, Mann. Ja, auch mal R2. So, jetzt komm mal her. 1, 2, 3, 4. Jetzt, ja. Jetzt ist ja doch. Ah, ne, der spawnt jetzt. Der spawnt erst, genau. Jetzt kannst du ja mal antriggern, stark. Ja, genau, nice. Das sind Strats, Mann. Hier ist halt gut, dass ich anvisiere. Genau. Weil ich einfach dann nur nach vorne und hinten. So, die sterben wie die Fliegen. Das ist halt wirklich wie bei 300, die Engel halt. Ja. Deswegen sage ich ja, es ist schwer so mega geil, Donny. Du musst mehr auf mich hören. Ja, aber es sieht uncool aus. Ja, es macht auch wenig Schaden, das ist auch uncool. Die Kids wollen Damage sehen. Ja. Aber siehst du diese Blutflecken? Aber die das sind die Kids. Ja, ohne Speer. Ohne Speer, eben. Aber es macht dann nicht so Bock, das Moveset ist so lame, so einfach geradeaus. Aber ja, ist kacke. Aber jetzt. Du hast mir ja heute ein bisschen dieses Murakamasa tatsächlich malig geredet. Das ist Anfangsding. Ja. Das ist nicht so geil. Ich sehe das. Du musst leveln unbedingt auf das Black Knight Greatsword, Mann. Das ist einfach geil. Hey, ich hab komplett Decks reingeballert. Ja gut, musst du stärker machen dafür. Ja gut. Aber richtig viel auch. Ich glaube, über 30 oder sowas. Oder 24. So, ich gehe hier einfach weiter, weil ich frech bin. Boah, das ist die aller eins. Das miese. Scheiß mal auf den. Ohne Witz. Die kommen nicht alle hinterher. Ich glaube, die zwei kannst du echt drauf scheißen. Oh, es gibt ein. Oh, mir fällt gerade was auf. Das wäre jetzt schon sehr. Es gibt einen Shortcut. Hast du das denn fast gesehen selber, oder? Hier, oder was? Ja, das ist, glaube ich, ein Shortcut. Genau. Oh mein Gott. Oh. Sorry, war sehr spoilerig, aber komm. Sonst musst du immer wieder durch diesen Raum. Du kannst jetzt nämlich das abkürzen. Aber du musst jetzt auch. Ja, muss man auch mal Mut zur Lücke. Da alles andere wäre jetzt riskant gewesen. Mut zur Lücke, Mut zum Spoilern. Warum hast du eigentlich Verbrennung als Pyro-Anzieher? Oh, kann ich das nicht gegen die Leute hier einsetzen? Weiß ich nicht. Weiß ich ohne Witz nicht, ob die auf Feuer abgehen. Ich würde mich wundern. Ja, das war jetzt einfach nur, weil. Generell, Pyromantie, findest du geil? Ich mache gerade ein Bild privat mit. Aber auch so, ich meine so als nebenbei immer noch? Ja. Finde ich cool, aber ich mache das eher mit Wunder. Das Wunder finde ich ein bisschen besser. Das ist ja, wo du diese Puppe brauchst. Mann, also jetzt nervt. Junge. Oder Puppe, da ist immer. Ja, aha. Ja, die habe ich gefunden. Da meinen die Leute, ich soll das mitnehmen. Wann kommt der Wichser? Entschuldigung, Ich würde drauf. Da ist er, da ist sein Kopf. Ja, aber scheiße auf den. Ja, aber der fliegt mir doch nach. Ich glaube nicht, dass alle das ganze Level komplett nachfliegen. Ich glaube, die zwei kann man. Ja, aber eben dachtest du auch, ich kann in den Raum gehen. Ja, aber da werden ja auch die Spawnen. So, da. Aha, guck mal. Ja, okay, gut.
Das, die Folge kannst du Ghostbusters nennen, auf jeden Fall. Ghostbusters. Ghostbusters vielleicht auch. Mhm. Ein unnötiges Wortspiel noch oben drauf. So. Ja, hier ist sogar die Überlegung, dass ich das... Du könntest halt mega YOLO Big Balls den Sprung machen und dann einfach zu dem Dude Fluch entledigen und umgehen. Ich weiß gar nicht, wo lang. Deswegen guck dir die Stelle kurz an und mach es einfach einmal ohne nachzudenken, nimmst du Anlauf, springst du rüber. Du kannst ein klein bisschen nach vorne sozusagen, nach diesem Ledge, und dann musst du rüber. Aber jetzt hast du schon angedockt und das kannst du jetzt auch gleich killen, wenn er eh schon dabei ist. Aber du sparst dir halt diese ganzen Räume dann da. Ich weiß. Das machen wir auch, aber erstmal machen wir die Jungs hier alle voll clear. Sauber. No! Ja, beinahe, ne? So, jetzt reicht's. Das ist saubere Arbeit. Bleib doch hier, bitte. Bleib hier! Nee. Ach, Mann. Nein! Miyazaki, du Schwein! Was? Was ist das denn? Na, Miyazaki ist ja der Macher von diesen... Ach, echt? Ja. Mastermind dahinter sozusagen. Arbeitet der auch noch an den aktuellen Titeln? Gibt's eigentlich Sekiro jetzt? Hat er gemacht, ja klar. Ach echt, ist das auch vom gleichen Macher? Ja. Miyazaki. Krass. Miyamoto Miyazaki, glaube ich. Vornamen weiß ich gerade ehrlich gesagt auch nicht mehr. Ist es so einer, bei dem würdest du nervös werden, wenn du neben ihm stehst? Voll, ja. Ja. Ich bin schon richtiger Fan. Man hätte auch Bloodborne gemacht. Das soll mit das Beste sein, Dark Souls 3. Ne? Nur Dark Souls 2 nicht. Und deswegen ist es auch in der Und Community deswegen ist es so kacke? Naja, es ist nicht kacke. Ja, nicht kacke. Wollte ich dich unbedingt fragen. Ich finde es nicht kacke. Okay, cool. Es ist anders und es hat aber genauso, finde ich, seine Daseinsberechtigung und hat einen ganz eigenen Charme. Aber ich kann verstehen, dass viele diehard Dark Souls-Fans das nicht so geil finden. Mhm. Weil es einige Mechaniken sozusagen unnötigerweise neu eingeführt hat und so und andere Sachen, die sich etabliert haben, nicht so wirklich weitergemacht haben. Du machst mich wahnsinnig mit dem Locking, ich schwöre dir, du fällst noch runter, wenn ich weiterhin so machst. Ich springe jetzt rüber. Big Ball Jump! Don't think about it! Jump! Ja! Nein! Bist du weiter nach vorne noch? Ich hätte es nicht machen sollen. Aber du hast es auf einmal so gesagt. Und ja, dann habe ich mich anstecken lassen von deiner... Ja. Oh, aber ich habe... Eiswürfel. Aber ich habe ja noch gesagt, zu meiner Verteidigung, guck dir die Treppe nochmal an. Weißt du, haben wir schon mal, oder? Ich darf die Seelen nicht wieder einsammeln. Okay, scheißegal. Waren eh nicht viele, oder? So, weißt du, was ich jetzt mache? Ich renne einfach durch. Ja, wollte ich gerade sagen, Mann. Ich mag, wie du denkst. Ich schwöre dir, ich wollte gerade sagen, renn jetzt einfach nur dahin durch. Aber nicht durch diesen einen Raum, musst du aufpassen. Den musst du clearen. Diese Fallenraum. Obwohl, du hast die Leiter gemacht. Ich glaube, aber ich muss mal gucken, wie man. Ich versuche jetzt einmal, komm scheiß drauf. Und wenn es mich die Peitsche scheppert. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Das ist ja so ein Rotz. Nervt, ja. Aber ich frage mich gerade, wo man die Leiter nochmal. Du hast ja quasi eine Abkürzung gerade freigeschaltet. Ja. Da guck doch am Anfang vom Level nochmal nach rechts. Da skippe ich den Scheißraum. Genau. Ich bin mir aber nicht mehr sicher, ob das schon frei ist oder ob es später geht, aber ich glaube schon, ja. Jetzt ist ja auch alles nass. Es ist einfach das ist eklig. Doch auf diesen Lego-Stein. Ja, klar. Oh Mann, das ist herrlich. Vergiss die Hälfte auch. Man gewöhnt sich auch an Schmerzen. Ich glaube, ich stumpf wirklich ab durch dieses Projekt. Ich sag mal so. Ich lebe mit jeder Schmerz, mit jedem, der sagt, du hast nicht durchgezogen, enttäuscht. Absolut, gebe ich euch recht. Aber ich sag euch, probiert es mal zu Hause und ich habe größten Respekt davor, dass du es durchhältst. Ich schwöre euch, Leute, vielleicht bin ich da auch echt zu empfindlich, aber das hat mir so hart wehgetan, dass ich hier nicht sitzen könnte. Es kommt... Pass auf, ich verrate dir jetzt mal ein Geheimnis. Kann sein. Es kommt auf die Nase an. Du hast eine sehr feine Nase. Dankeschön. Und, bitte? Und auf die Klammern. Also es gibt auch Wäscheklammern, glaube ich, die nicht so schlimm sind. Nur die habe ich nicht. Aber warum habt ihr denn die geholt? Habt ihr euch einfach nicht informiert? Einfach irgendwelche. Ich dachte tatsächlich, also wir haben auch noch Holzklammern. Und also die sind, glaube ich, anyway, größten Respekt, auf, jetzt ohne Geschleime so, aber das ist wirklich, habe ich Respekt vor. Das konnte ich nicht mehr aushalten gerade. Dankeschön. Soll ich dir mal was sagen? Insgeheim denke ich mir natürlich auch, aber irgendwie ohne Bestrafung wäre auch mal nice. Dann könnte ich hier schön entspannt das mal machen, weißt du? Ja. Das wäre auch eine ganz andere Sache. Ich finde es geil, dass es durch. Ich finde es macht es auch deswegen wert. Hast du den Wanderflug genommen? Nö. Jetzt gucke ich mal hier. Ich weiß nämlich gar nicht mehr, wo das genau wäre. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, hier kommt man nämlich noch gar nicht hin. Tatsächlich. An die Leiter. Vorsicht! Abgrund. Ja. Und du hast keinen Wanderflug? Roll mal da weg. Genau, nice. Komm, versuch mit YOLO rollen, Alter. Einmal da durch.
Das muss doch gehen, oder? Ich werde jetzt auch. Ich glaube, hier oben könnte die Leiter sein. Aber wo ging es denn da gerade runter? Nee, das ist ja da drüben. Ja. Das geht, glaube ich, gar nicht. Tatsächlich nicht. Ich glaube, die Leiter ist erst. Also, ich renne jetzt wirklich mal durch. Aber guck, ja. Kann ich da nicht rüberspringen? Nee, nee. Jolo, komm an. Let's go. Vollsprint. Und roll am besten da gleich, weil der versperrt nämlich den Weg da, ne? Ja, das ist nämlich der richtige Wichser hier. Oh, geht das? Nee. Oh. Ich roll mal nach hin. Oh, ja, ja, ja! Ja! Nice! Ey, das war so... Sorry, Leute. Hey, das war richtig duselig gerade. Das war, das war lucky. Okay, nice. Tschüss. Ey, das wäre so legendär, wenn du das jetzt schaffst. Schaffe ich. Wir hätten mal die Leiter runtergehen können, um zu gucken, wo es eigentlich auf. Egal. Und wie gesagt, da gibt es ein kleines Stück, was man noch so geht. Darf ich nicht einsammeln hier? Ja. Big Ball Jump! Wo lang? Hier rein? Um die Ecke, hoch. Um die Ecke. Hoch. Roll mal ein paar Mal, als Sicherheit einfach rollen. Scheiß aufs Item erstmal und hau ab erstmal. Kurz. Ja, ich nehme aber erstmal ein Schlückchen. Okay, lass mal ein Schlückchen nehmen. Hammer. Nice. Das ist schön. Okay, starten. Geh weiter, geradeaus. Oh. Und da mach erstmal, kümmere dich darum, dann kannst du das schon mal machen, wenn du schon da bist. Ich glaube, die Geister kommen erstmal nicht so weit hinterher. Kannst du mal gleich mal irgendwo hin, wo du kurz chillen kannst. Die verlieren ja die Aggro. Echt, ja? Ja, ich glaube schon. Ey, dass ich das nicht eingesetzt habe. Hammer gemacht, es war ein Hammersprung. Jetzt hast du gesehen, ich habe einfach nur unten geguckt. Ja, ja. Ja, deswegen meine ich ja, übrigens, weißt du noch, vorhin die ganze Zeit, guck über diesen Ledge. Ich wusste das ja weil auch. Noch so eine kleine ich wusste das ja auch, aber kennst du das, wenn du weißt, du musst noch ein bisschen rennen, ja. Aber dann kriegst du Schiss, nee, kriegst du zu weit rennst. Ja, ja, weil du dann denkst, du fällst. Das, ja, ja. Oh. Okay. Also, wir scheißen jetzt mal hier auf diese Stelle, das ist alles so Sache mit Wasser ablassen und so weiter, aber das ist, glaube ich, nicht so viel gespoilert. Ich glaube, dir fehlt auch noch ein Schlüssel. Oh, du kannst mal probieren, dass ich, wenn du eh schon da bist. Hier mal nee, ich will jetzt da hoch, okay, und die genau. Scheiße hier loswerden. Jetzt hältst du links. Die haben die Akku verloren, nice. Und wir haben es gleich geschafft und ich bin so gespannt. Und jetzt ein bisschen tricky jump hier auch, ne? Und Item kannst du. Vorsicht, was auch noch das Viech. Oh, da kommen alle. Oh, nein. Roll zur Seite! Okay. Nimm das, hau ab. Gerade auf. Und jetzt kannst du rechts durchs Fenster gleich. Und jetzt spring mal das Fenster hier, ganz, mach's schnell. Und jetzt dreh dich um, da ist ein Schornstein. Geh in den Schornstein. Ne, andere Seite. Wo ist denn der nochmal? Der fucking. Oh nein! Ich bin dumm! Nee, ich bin. Wo ist er? Weil hier ist nämlich alles voll mit den Jetzt Spanien. Haben wir ein Problem. Ja, voll! Wo ist nochmal der scheiß Storn? Ich hab's dumm gemacht. Die sind in jeder Wand, Donny. In je. Wo ist Item? Nein! Ich kann grad nicht. Links! Jump nochmal? Geh nochmal rechts hoch. Und heil dich erstmal, immer schön rollen, Paddock Rolls einfach. Ja, ich hab's gerade verkackt, sorry. Ist es gar kein Ding, ich hab ja Zeit. Genau, heil dich mal kurz. Ich kläre dir jetzt mal. Alter! Genau. Das sind zu viele, glaube ich. Die schießen auch. Ich dachte, man geht durchs Fenster und dann ist man in diesem Raum, wo die dann nicht mehr sind, die Geister. Und dann kannst du durch den Kamin hoch, eine Leiter, und dann bist du oben. Dann hören die auch auf. Aber war wohl nicht so. Nee. Also. Na ja, dann drehen wir nochmal eine kleine Runde. Oh, abfahr. Oh nee, also. Ich finde, ich vergesse die ganze Zeit den Todestimer. Ich muss nach der Folge mal gucken. Zwei. Was ist zwei? Hast du auswendig? Peitsche. Ey, was? Ich will dir nicht mehr wehtun, Mann. Er sitzt ja mit seinen zwei Bieren. Was ein Assi. So. Wieso? Bin ich jetzt ein Assi? Nein, bist du nicht. Ich sitze hier ganz gemütlich und sag dir, wo es lang geht. Du kriegst erstmal eine Schutzbrille. Willst du einmal Probe peitschen oder machst du direkt? Will ich gerne mal machen. Okay. So, ich muss sie kurz abnehmen wegen dem Helm. Nee, ich bin.
Ich war ganz schön unheimlich gut. Ja, das ist aus meinem Privatleben. Okay. Stehst du auf SM? Kein Kommentar. Hier kannst du es sagen. Nee, tatsächlich nicht. Okay, Donny. Ich mach aber nicht so doll jetzt. Nach eigenem Ermessen, sag ich immer. So. Du darfst. Mann, ey, das ist doch verrückt. Hast du nicht getroffen? Immer noch nicht? Boah, das war aber schon voll doll, ey, wenn das nicht trifft. Ich hab schon. Oh, hast du den Wind gespürt schon? Ich hab's am Pulli gespürt. Ich hab noch leicht gemacht, okay, komm. Der muss auch weg. Das war lächerlich. Nochmal. Ich meine, für mich ist es. Ja, es ist eine Peitsche. Es war. Okay, komm. Oh Mann. Hast du mich getroffen? Du hast einen ganz. Mann, ganz, ich will eine nicht ganz zu andere sollen. Art zu peitschen. Hast du? Ja, der hat getroffen. Ja, der war okay. Okay, gut. Ich krieg mal den scheiß Handy. Kriegt der? Das ist mal. Das ist dumm, ne? Wie ein Ohrenhaus irgendwie. Das hier auch. Ja. Das. Naja, man arbeitet mit dem, was man hat, sag ich immer. Magst du mir die Peitsche geben? Achso, ja. Das ist doch alles komplett gestört hier, Mann. Aber ich mag's. Aber das ist ein geiles Format, oder? Also man lebt es auch richtig. Nee, ich finde das wirklich gut. Nee, deswegen bin ich ja auch so emotional gerade. Also, und fieber da also, nicht mit, weil ich will halt auch, dass du das mal schaffst. Ich glaube, jetzt mal hands down, das ist schon machbar, wie wir es gerade versucht haben, aber es ist sehr ungeduldig. Ich glaube wirklich, das Beste ist, man kniert das konzentriert durch. Aber ich stimme mal einen anderen Zauber ein und dann testen wir mal. Aber das dauert mit dieser Waffe so lange. Ja, vor allem dauert es, weil, Feuerball, ne? Weil jedes Mal viermal. Ne, vor allem dauert es, weil die einfach nicht kommen. Das ist das, was dauert. Soll ich wieder die andere Waffe ausprobieren einmal? Ich bin eher dafür, dass du einmal nochmal den Big Ball Jump machst mit Durchheizen. Und dann diesmal. Stimmt, bis hinten komme ich ja easy durch. Also guck mal, pass auf, du bist ja auf diesem Vordach erst. Du bist ja noch nicht auf dem Dach. Ja. Und was ich gerade falsch gemacht habe, also du bist schon richtig darüber gehüpft. Und du musst, glaube ich, schon also einmal nach rechts gehen rum und dann durch so ein Fenster und da ist dann so ein Kamin. Und dann hast du es quasi geschafft. Weißt du, was ich machen wollen würde? Einmal? Ja. Ich meine, wenn ich ja nach ganz hinten gehe, wo ich einmal durchgelaufen bin, wo ich den Kompositbogen gefunden habe, ja, dann resetten die ja alle. Ja. Wenn ich es dahin geschafft habe, würde ich mich mal langsam zum Dach vortasten, erstmal ein, zwei clearen. Das finde ich gut. Das ist doch. Weil dann hat man auf dem Dach nicht diesen Stress. Hammer Kompromiss, quasi. Big Ball Jump plus danach ruhig mal klären. Big Ball oder Big Boy Jump? Ich sag immer Big Balls, so ein bisschen so halt. Ach so, ja, dicke Eier. Ja, dicke Eier Jump. Ja. Ja. Findest du nicht sexistisch? Ja, dicke Eierstöcke, weiß ich nicht, wie es auf Englisch heißt. Big Balls Dog Sticks. So, auch fieser. So, das wäre so der richtigste, so der unangenehmste Talkhost so, yeah, bei so einem Format. Extra immer so Fragen stellen, die einen extra sozusagen so eine in die Bedrohung bringen. Ja, oder nicht, so. Das irgendwie so? Ja. So, jetzt nehmen wir nochmal den Dingsfluch, sicherheitshalber. Ja, den musst du nehmen. Hast keinen mehr, ne? Doch, ich habe noch zwei. Kannst du die übrigens auch auf. Ne, ja. Ja. Aber das sage ich nur, weil das. Ja, ja. Nach ein zwei, dreimal durchspielen habe ich mich eigentlich daran gewöhnt, Sachen sozusagen, die ich eh eine Zeit lang brauche, immer unten drauf zu legen auf, ja, das Ding. Das ist auch wahrscheinlich besser. Ja. So, tschüss, Jungs. Jawohl, ciao, mach's gut. So langsam. Ja, aber wo führt der Shortcut hin? Ja, das eben. Halt eigentlich hätten wir mal. Ah, ich glaube, später lässt man das Wasser ab. Und dann, dass ich das weiß. Aber ich glaube, dass. Ja, ich habe ja vorhin gesagt, Wasser ablassen. Ja, das war auch krass. Ja. Aber ja, das wird jetzt schwierig, ne, mit dem Rollen. Also, das hast du vorhin nur durch Glück. Bei dir. Oh, nice! Locker auf! Alter, das hast du bockstark gemacht. Ja, also das hat schon auch mit Skill zu tun. Bisschen große Eier da, aber ja, weil die doch überall die bauen noch 10 Jahre, ehe die runterkommen. Guck dir das an. Naja, würde ich nicht sagen. Die zwirbeln da runter. Das war sauknapp. Moin.
Aber das ist ja so typisch, das Stehenbleiben, um zu flexen, welchen Skill man hat und dann zu sterben dabei. Das ist so bei mir auch der Fall. Ja, hier hackt der okay. Von unten. Den kriegst du aber nochmal hin, den Sprung, glaube ich. Halt dich rechts auf jeden Fall. Ja, rechts. Ja. Nice, Bock stark. Profi. So, hier nicht links mal? Nee, da ist nur so ein Item, wo man immer springt. Der kannst du rücken. Jawohl, nice, ciao. Tschüss. So, ist doch easy. Die darf ich jetzt wieder aufsammeln. Jawohl. Das war ja nur beim Tod davor nicht. So, und jetzt müssten die ja... Ich glaube, ich würde da wirklich so, wie du schon sagst, so weit gehen, wie weggehen wie möglich. Oder obwohl, du kannst... Ja, ein, zwei kann ich hier... Guck mal, den nehmen wir mal mit. Mir macht der Abgrund immer ein bisschen Sorgen mit deinem Lockdown. Ja, ja, ne? ich weiß. Dass sie dich mitziehen. So, jetzt haben wir ihn. Ja, das ist gut. Eben das Mitziehen. Ne? Oh, guck mal, Besuch. Weil wenn die ja sterben und du Lockdown noch dran hast, passiert es manchmal, dass man so mit in den Tod fällt. Wie die wollen ja, und dann immer, es ist so die Arschlöcher. Ich bin mir auch echt, Herr, noch nicht mehr ganz sicher mit dem Schrei. Ich glaube, der Schrei ist wirklich etwas, entweder, dass die nochmal wiederbelebt werden oder dass die angelockt werden. Wiederbelebt so. Nicht, weil als sie es ungemacht wird, ja, die kommen dann alle an. Irgendwie aber wo so, ist ne? die? Ist die auf dem Dach? Die auf dem Dach sind ja die, die quasi in dem Raum sonst wären, wo du reingehst. Ach so. So ich das verstanden habe. Aber so ist einfach das sichere Bett, weil du keinen engen Raum hast, so. Ja, hey, hier ist geil. Ja, ja, das hast du schon. Das war schon eine gute Idee, das hier zu machen. Das erlebe ich bei Dark Souls immer wieder. Wenn man es blind spielt, das ist ein Tipp an alle, die es blind spielen wollen. Ja. Ja gut, dann würden die es nicht gucken. Ja. Aber ich empfinde. Sorry, der einfach diese, nochmal. Diese Dummheit in deinen Augen. Ja, ja, das war krass. Ja, ja. Auch früher, diese ganzen Horrorspiele mit Rätseln. In Horrorspielen sind immer Resident übel viel Rätsel, ja, ja. Auch Amnesia und sonst was. Ja. Think about it. Einfach nochmal einen Plan machen. Ja. Einfach nochmal durchgehen, was sind die Möglichkeiten. Gebe ich dir auf den Weg. Cool, solltest du vielleicht mal echt so einen Motivational Speak Kanal machen. So. Think about it, just think about it. Hey, wenn ihr was Dummes macht, think about it. Don't do the dumb. Ja, wie Steve Jobs nochmal, ne? Ja, rasiere ich mir nochmal die Haare. So, der ist nie alles. Oh ja, da guck mal. Mal. Aber die vergiss nicht, der eine hat Blitze geschossen vorhin, ne? Ja, das war die Frau, glaube ich. So, ach, ich da ist so ein Chefgeist irgendwie. Ja, ja. Kommt die jetzt von unten nach? Ja, ja, die. Okay, dann würde ich die jetzt mit Feuerbällen abschießen, glaube ich. Mal gucken, ob das geht. Ja, genau, probier's mal aus. Ja, genau. Das ist nice. Ja, ist ganz unten, ne? Ey, die Scheiße. Da bin ich genauso. Nee, da sind wir. Ausmisten. Da sind wir genau gleich. Nee, da geht's genauso. Ich gehe auch immer in die falsche Richtung. Nee, aber auch, dass da jeder Müll aufgelistet ist. So, jetzt komm her. Hat das so viel Reichweite? Das ist jetzt so weit weg, oder? Das ist ja richtig strong! Okay, warte mal, du hast ja voll recht. Dann lass dich doch mal ein bisschen. Alter, ist ja voll gut. Aber du hast nur noch 6 Stück. Komm, fang den. Oh, schade. Okay, hätte ich nicht gedacht. Ohne Witz. Krass, wie stark Pyromantie ist. Ich hätte auch gedacht, dass Moon oder so. Nee, dass Pyromantie stark ist schon, aber dass die so feueranfällig sind. Ja, aber, ja. Ciao. So, den vielleicht jetzt, weil er alleine ist. Ne, ein bisschen sparsam. Jawohl, das ist schön. Das ist sparsam, das ist effektiv. Was ist das denn? Das ist denn für eine Scheiße. Was ist das denn? Nee, lass es bitte. Ja. Oh, ich will es schon haben. Aber guckst du dir. Ja, könntest du einen Sprung machen? Nochmal so einen Big Ball Jump? Oder in der Luft einsammeln? Ach, nein, don't do it. Also, die auf dem Dach waren. Was sind da hin? Das ist irgendein Alter, ich glaube, eine Seele oder sowas. Aber du kannst hier erstmal den hier mit der Feuerbombe. Ja. Nee, ohne. Ja. Aber lass dich nicht in den Tod ziehen, ne? Vorsicht. Ist immer sehr knapp am. Naja, du hast auch recht. Also, hol mal das Item da. Ich glaube, das kannst du easy machen. Manchmal rennt er nicht, manchmal geht er auf einmal. Wie passiert das? Du musst auf den Rennknopf drücken. Oh, danke. Genau die Art Klugscheißer-Antworten hasse ich ja voll. Ne? Aber wenn man selber macht, macht manchmal ein bisschen Bock. Ja, aber er bleibt dann. Guck mal, er geht, obwohl ich nichts mache. Jetzt geht er wieder. Er geht! Der geht! Sonny! So, komm die hoch von unten. Mach mal erstmal eine Rolle darauf und hol dir das. Mach mal ruhig. Jetzt kannst du ja ruhig machen. Mach mal ruhig. Aber du hast ja jetzt gut gemacht. Ja. Hol dir das Item. Hier nicht rein? Nein, noch nicht. Jetzt hast du ja die Ruhe, die wir vorhin nicht hatten. So, jetzt machst du den auch. Ganz chillig. Hammer. Und dann gucken wir uns das nochmal an. Dann kann ich vielleicht nochmal... Ja, von irgendwo... ...eine gute Hilfe geben. Nimm dich in Panik geraten, genau. Ja, ja. Machst du schön die ganze Zeit schon sehr ruhig bleiben. Der eine ist übrigens noch nicht gestorben, glaube ich. Aber doch. Das okay. War mir wichtig, dass der stirbt. Okay. Jetzt wieder, wie gesagt, pass auf. Er hat geheilt. Geheilt, wirklich, halte ich mal.
Nicht. Ah, stark. War lucky. Ey, das war richtig knapp gerade. War übel lucky, weil ich wäre sonst vielleicht auch hinten runtergefallen. Ich dachte tatsächlich, er ist weggegangen und ich dachte, er geht wieder heim. Du hast tatsächlich jetzt fast schon alles geklärt. Das heißt, jetzt Nerven bewahren. Ja. Item, sagen wir jetzt, glaube ich. Seltener Ring der Opferung, ja, klar. Kennt man ja. Ja, ja. Benutze ich übrigens nie. Ich habe noch nie in meinem Leben einen Ring der Opferung. Dumme Scheiße. Und jetzt, da sind wir letztes Mal rein, das war falsch. So, ist eh, glaube ich, der gleiche Raum. Aber du kannst ja schon mal gucken, wo ist denn der Kamin eigentlich? Der kommt, da ist der, genau. Hier, da unten ist ein Kamin. Nee, ja, genau. Und da musst du rein. Ja, perfekt. Du kannst einfach da runter hüpfen und dann hoch und dann bist du da oben. Ich bin sogar dazu geneigt, einfach jetzt hinten rum, aber ich komme nicht mehr zurück. Nee, mach so. Das, du hast schon gesehen, da ist ja auch ein Zeichen auf dem Boden. Ja. Einfach das. Aber wie läuft das? Ich gehe rein, werde dann hochteleportiert, oder? Nee, das ist eine Leiter. Das ist wirklich, das. Ja, aber dann schneiden die mich doch von hinten auf. Du hast aber die meisten schon geklärt, die kommen jetzt nicht auf dich zu. Du hast wirklich viele geklärt schon. Aber da steht einer. Ja, das ist die Chefin, glaube ich. Die könntest du noch, wenn du Big Balls... Oh, geil. Das ist eine gute Idee. Ja, mach! Nee, mach kein Damage. Kill dich schnell. Nein! Geht zu leider, geht zu leider. Er wechselt es immer! Jetzt hoch, einfach hoch. Glück haben, Glück haben, Glück haben, Glück haben, Glück haben, Glück haben, bitte, kein Hit, bitte. Ich bin durch, ich bin durch. Nein, die kommen nicht hinterher, ich bin zu schnell. So, aber jetzt genauso wie ich gemeint habe, wollte ich nur nochmal. Ja, aber. Aber nein, ist gut! Ja, 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 nee, alles gut. So, kommen die jetzt nach? Nein. Gut. Ansprechen, nicht killen, nicht Dingsen. Ach ja, die Klamotten kenne ich. Well, this is a surprise. I get few visitors. GG. Heftigste Folge bisher, wirklich. The Lord. Aber ungeplant halt, das ist auch ja. Dark Souls, ne? Weil du einfach verflucht worden bist, muss er loswerden. I know exactly what your intentions are. Das Game ist so geil. Was man hier erlebt. Ich sitze auf Lego Stein. Oh, die Klammer! This is the key. Warum weißt du mich nicht drauf hin? Ich hab dich schon mal vergessen. Siegelschlüssel? Jetzt habe ich nicht zugehört. Weil du gelabert hast. Du hast geredet! So, aber warte mal. Erstmal mit dem. Ich glaube, er gibt dir den. Die Königin, den muss ich auch noch machen. Oh, die Fürstin. And open the floodgates. Ich weiß wo. Oh, der Wurm isst mich, geht runter, da ist ein Tor. Dafür ist es. In a dark void. Think about it. Think about it. Leute, think about it. Abyss is no place. Wenn ihr mal ein Rätsel habt bei Resident Evil oder sowas, think about it. Seid nicht dumm. Long ago, the knight Artorius. Das ist eh der beste Tipp. Und es gibt auch dumme Fragen. Ich war so schlecht bei allen Resident Evil. Learn from him. The abyss may prove surmountable. Ja, was er da sagt, ist wichtig, aber das ist ja eh so immer so kryptisch formuliert. Wirst du eh noch mit der Community auf jeden Fall Hinweise bekommen. Das ist halt richtig nice. Seid gegrüßt, seid ihr verflucht? Oh Gott, bless, Alter. Jesus, Amena, Maria, Mashallah. Wer hat dir gesagt, dass du da hingehen sollst und nicht du, nach Anolanda? Danke. So sieht's aus. Ja, Mann, einmal was richtig gemacht im Leben. Und ganz kurz. Du hast doch dazu gestanden, du warst jetzt zwischenzeitlich sehr unsicher. Ich war eigentlich so unsicher. So, Fluch brechen lassen. Ach, du brauchst Menschlichkeit. Okay, hast du aber. Ey, das Witzigste wäre, bräuchte ich jetzt so 20.000 Seelen. Ja, dann könntest du ja die Dings. Daran habe ich gar nicht gedacht. Dann könntest du die poppen, ja. Ja, dann würde ich die Scheiß. Weißt du, was ich mal machen werde? Ich werde mal zu Hause tatsächlich jetzt einfach gucken, welche Waffen kriege ich davon. Würde ich mich spoilern lassen, weil muss ich ja eh. Wie? Ja. Oder soll ich jetzt hier in diesem Let's Play 10 Waffen auf plus 10 bringen und probieren, was ich kriege? Nee, kannst du nicht machen. Würde ich machen. Finde ich legitim. So, und dann schaue ich mir das mal an. Das werden auch die Leute legitim finden. Das ist wirklich so. Das ist, wir haben es ja vorhin vor der Aufzeichnung schon gehabt davon. Dark Souls, was wir ja beide mögen, gerade ist ein sehr, sehr hohen Widerspieler. Du kannst ja bei einem anderen Let's Play das mal dann privat nochmal ausprobieren. Aber wenn du jetzt einmal spielst... Sorry, jetzt habe ich gerade den großen Moment vorgeladen. Nee, ist richtig. Aber, wenn du so eh einmal jetzt spielst im Stream und so weiter oder bei der Aufzeichnung, dann kannst du, glaube ich, auch ein paar Bosse mal poppen, weil das macht ja keinen Sinn, das aufzuheben. Aber es ist immer ein... Ich finde es halt krass. Also ich appreciate, dass man in dem Spiel ausprobieren soll, kann. Trial and Error mäßig. So, genau. Weil da kommen dann halt die ganzen... Also es gibt Leute, die finden das so nice. Die grinden den ganzen Tag in diesem Game und probieren alles rum. Und es sind dann auch so Min-Maxer und Theory-Crafter und sonst was, die dann alles wild rumprobieren. Und das ist nice. Ja. Ob man es selber machen will, ich meine, wir haben die Möglichkeit einfach zu googeln. Genau, du willst aber auch, ist ja dein erstes Playthrough und du machst dann vielleicht beim zweiten Playthrough so semi, anders, ja, genau. Okay, Donny, Mensch. Ja. Das war eine, also super Abschluss. Ja, Ich hätte nicht gedacht, dass wir es schaffen. Ja. Dass ich es schaffe. Wahrscheinlich auch gut für einen guten Titel, wenn wir irgendwas mit verflucht, Ghostbusters, irgendwas. Dadurch. Ich glaube, ich nenne es einfach die bisher krasseste Folge. Also, weil es ist auch einfach nur ehrlich. Ja.
Vielen Dank, es war mir ein inneres Blumenpflücken. Sehr, sehr gerne. Ich habe mich sehr über die Einladung gefreut, hat sehr viel Spaß gemacht. Schaut bei Donny vorbei, da gibt's fast nur so ein Content. Ja. Ein bisschen schlechtes Gameplay wahrscheinlich. Ja, wenn ich eh schon Werbung machen darf, mein Podcast kann man sich reinhören. Stimmt. Die Set, hast du nicht sogar mehrere? Also ich bin bei Gäste des Geister war ein Teil des Podcasts, wir waren schon seit das 7 Jahren. Das war gerade super schnell, ich habe es nicht verstanden. Also ich bin bei Gäste des Geister war mit Nils Gäste und Herm, das waren wir schon seit 7 Jahren, das ist schon Ewigkeiten. Und seit Anfang dieses Jahres habe ich meinen eigenen Solo-Podcast, That's What He Said heißt der. Und da labere ich halt quasi einmal die Woche eine Stunde lang ins Mikrofon und erzähle so ein bisschen. Das ist so richtig Pandemie. Nee, ich wollte es schon immer machen tatsächlich, als Solo-Podcast. Einfach ein bisschen Comedy gemischt mit Selbstreflexion, Stories aus meinem Leben und sowas. Krass. Kann man überall finden, wo es Podcasts gibt. Check's mal aus. Ist alles verlinkt. Geil. Ist alles verlinkt. Danke dir. Ich habe mich sehr gefreut. Haut rein. Tschüssi. Schaut bei Donny vorbei.